Heute ist Sonntag, der 26.02.2023 mit Zeit. Wir müssen verstehen, der Mensch und viele Menschen hier auf der Erde sind durchaus sehr egoistisch. Aber das heißt nicht, dass wir nicht damit arbeiten können, sondern das heißt, dass wir auch auf diese Weise mit denen sprechen müssen. Und deswegen ist die Frage mit diesem Schild so eine faszinierende Frage. Und ich muss ehrlich sagen, diese Idee ist uns gekommen, als wir Broschüren verteilen waren. Und diese Idee ist vom Papa gekommen und er hat diese Vision gesehen. Und diese Vision, wir haben es erst seit letzter Woche, sind wir aktiv dran, aber es hat schon hat schon in diesen 6 Jahren hat das schon einiges, ist das haben uns wirklich damit wirklich sehr abgehoben. Also ist das sehr viel stärker gesteigert, dieses Broschürenverteilen. Und ich bin sehr dankbar dafür. Und ich denke, dass auch das unseren geistigen Wachstum und unser Wachstum für den Willen Gottes, was wir hier machen können, extrem viel hilft. Deswegen kann ich euch das nur empfehlen, auch mit diesem Schild auf die Straße zu gehen und euch mal mit den Leuten zu unterhalten. Dankeschön. Guten Morgen. Guten Morgen. 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 Danke, Moses. Bitte schön. Die Prophet Atrique. Morgen. Morgen. Danke, Salamu, Herr Abko. Nee. Ich meine hier, aber ich glaube, die können wahrscheinlich nicht reden. Okay, gut. Bring back to this. Ja, ich mache nur die Leute, dass alle auf dem Bild sind. Ja. Okay. Today we will talk about God. Heute werden wir über Gott sprechen. But it will be connect to our human history. Aber das wird verbunden werden mit unserer menschlichen Geschichte. Why the world of God is not here. Warum die Welt Gottes nicht hier ist. And I ask you Und ich frage euch, that just you should also think in this lecture. ihr solltet in diesem Vortrag heute darüber nachdenken. If you would be in this situation in the history, Wenn ihr in dieser Situation in der Geschichte wärt, what you will decide. für was hättet ihr gemacht? Für was hättet ihr euch entschieden? And Elisabeth ist Ist Elisabeth hier? Ja, ganz oben. ja. How many Guten people? Wie viele Leute sind heute? Morgen. 43. 43. How much? 43. 43, das ist viel. Das sind viele Leute, ne? Das ist. First of all, we don't know many things about God actually. Zuerst einmal, wir wissen nicht viele Dinge über Gott. Question is, Und die Frage ist, why we do not came to know clear identity of God actually? warum haben wir nicht klar die Identität Gottes kennengelernt? If prophet are responsible, Sind die Propheten dafür verantwortlich? or if they are angel are responsible. Oder sind die Engel dafür verantwortlich? And human history, Und die menschliche Geschichte? very less we came to know how God act in his creation actually. Dort haben wir sehr wenig kennengelernt, wie Gott in seiner Schöpfung agiert. If we don't know this secret about God, Wenn wir dieses Geheimnis über Gott nicht kennen. then many questions rise that where is God? Dann erheben sich auch viele Fragen von der Sorte, wo ist Gott? And why he is not helping? Und warum hilft er nicht? Why he cannot stop the war in Africa? Warum kann er nicht die Kriege in Afrika verhindern?
why he cannot help sick people? Warum kann er den kranken Menschen nicht helfen? And why? Und warum? And another problem in human history is, ein anderes Problem in der menschlichen Geschichte war schon immer, that God is invisible. Dass Gott unsichtbar ist. Human nature is, die menschliche Natur ist so, when they like to come to know somebody, wenn sie jemanden kennenlernen möchten, first contact come, if this person is far away, they like to hear his voice actually. Dann ist der erste Kontakt, den man haben möchte, und wenn diese Person weit weg lebt, dass man von dieser Person die Stimme hören möchte. But then it's not enough, this thing. Aber allein die Stimme nur zu hören, ist nicht genug. Then we like to see the person. Dann möchten wir diese Person auch gerne sehen. Let's say today we have internet, we can see in video call. Angenommen, wir haben ja heutzutage Internet, ja, dann können wir einen Videocall machen. But then still it's not enough. Aber auch das ist immer noch nicht genug. Finally, we like to see this person face to face. Schließlich wollen wir diese Person auch von Angesicht zu Angesicht sehen. This is not enough. Und auch das ist nicht genug. When we live with this person, wenn wir mit dieser Person zusammenleben, then we come to know the real character of this person. Dann lernen wir auch den wahren Charakter dieser Person kennen. When we wake up together, wenn wir zusammen aufwachen, when we clean the teeth, wenn wir uns die Zähne putzen, when we have social problems, wenn wir soziale Probleme haben, then love become painful reality, actually. Dann wird Liebe zu einer schmerzhaften Realität. We are confronting something real, actually. Wir konfrontieren dann etwas Reales. It's a very similar. So long we don't know the nature of God. Und solange wir die Natur Gottes nicht kennen, many creation, viele Schöpfungen, they could not make it, actually. Die konnten das nicht schaffen oder konnten es nicht schaffen. Many creation make it, actually. Viele Schöpfungen konnten das schaffen, konnten es schaffen. That's why Jesus was saying, und deswegen sagte Jesus auch, that your will shall done on earth like in heaven. Yeah? Er sagte, dein Wille soll auf Erden getan werden wie im Himmel. Now, heaven, they are, I would not say that 50%, but 30% in heaven, the will of God is there. Wir können sagen, dass zu 30% im Himmel der Wille Gottes da ist. But 70%, aber zu 70% creation, they could not make it. 70% der Schöpfung konnten es nicht in den Himmel schaffen. If I can bring your people memory back to spiritual world, wenn ich von euch Leuten eure Erinnerungen aus der geistigen Welt, euer Leben, was ihr dort geführt habt, zurückholen könnte, instead to help you, I will confuse you more about you, actually. Anstatt euch damit zu helfen, würde ich euch mehr damit verwirren. Because your memory is cut now, yeah? Denn eure Erinnerung ist jetzt abgeschnitten. And if you can make it in this life in second chance to have relationship with God. Und wenn ihr es in diesem Leben schaffen könntet, eine zweite Chance, jetzt in diesem Leben eine zweite Chance mit Gott aufzubauen. Then you have a light. Dann habt ihr Licht. Then once you have a light, sobald ihr einmal Licht habt, then you can see trillion year your life in spiritual world. Dann könnt ihr für Billiarden und Billiarden von Jahren euer Leben in der geistigen Welt sehen.
But then it's not gonna make you confused. Aber dann wird es euch nicht mehr verwirren. Because what you will be after growing spiritually and having light. Denn was ihr danach sein werdet, wenn ihr geistig wachst und Licht habt, you will not lose your light actually. Ihr werdet euer Licht nicht wieder verlieren. And then you will see that how many dimensions up and down you was living in spiritual world. Und dann werdet ihr sehen, in wie vielen Dimensionen ihr in der Vergangenheit in der geistigen Welt gelebt habt, was für Hochs und Runters ihr in eurem geistigen Wachstum hattet. That's why. Deshalb. God cut our memory. Hat Gott uns unsere Erinnerung abgeschnitten. And give us second chance. Und uns eine zweite Chance gegeben. It means. Das bedeutet. All people, but we are here. All die Leute, die wir hier sind. In spiritual life, we have left God. Im geistigen Leben haben wir Gott verlassen. We was against God. Wir waren gegen Gott. We did not listen to God. Wir haben Gott nicht zugehört. And we was living self-centered life in spiritual world. Und wir haben ein selbstzentriertes Leben in der geistigen Welt gelebt. Actually, God was had no plan to create this external creation. Eigentlich hatte Gott gar keinen Plan, diese äußerliche Schöpfung zu erschaffen. No plan. Der Plan dafür gab es dafür nicht. No concept. Dafür gab es auch kein Konzept. But this concept came later. Doch dieses Konzept kam später. When God say, God saw, als Gott sah, that eternal eternity take time for spirit to grow. Dass der Geist eine Ewigkeit braucht, um im geistigen Leben zu wachsen. And to take away darkness. Und um diese Dunkelheit wegzunehmen. It take again eternity. Braucht der Geist wieder eine Ewigkeit. Why we was so much rebellion in spiritual world? Warum waren wir so rebellisch in der geistigen Welt? And God of power could not do anything. Und dieser so machtvolle Gott konnte nichts tun. This secret we have to solve. Dieses Geheimnis, das müssen wir lösen. When God came out from darkness, als Gott aus der Dunkelheit herauskam, God said, I will give all the freedom what I have to my creation. Sagte Gott, ich werde all meine Freiheiten, die ich habe, auch an meine Schöpfung geben. Freedom, who you want to love, who you don't want to love. Die Freiheit, den zu lieben, den ihr wollt, und den nicht zu lieben, den ihr wollt. Freedom, whatever you want to think, actually. Die Freiheit auch, was immer ihr wollt, zu denken. You can think whatever you want. Ihr könnt denken, was auch immer ihr wollt. You can even think and say many bad things to God. Ihr könnt selbst viele schlechte Dinge und viele schlechte Dinge über Gott sagen. God gave you this freedom. Gott gab euch diese Freiheit. God gave you freedom. Gott gab euch die Freiheit. Universal awareness. Über das universale Bewusstsein. If you want, dass wenn ihr wollt, you can travel in direction of light, actually. Dann könnt ihr in die Richtung des Lichtes fliegen, reisen. If you don't want, aber wenn ihr es nicht wollt, God don't want to force you. Dann möchte euch Gott auch nicht dazu zwingen. This all freedom what God have, he is giving you. All die Freiheiten, die Gott hat, die gibt er auch euch. In your heart, in eurem Herzen, whatever you decide, für auch was immer ihr euch entscheidet, God will not enter. Gott wird sich nicht einmischen. This spirit was a gift by God. Der Geist, den ihr habt, der war ein Geschenk von Gott. But God gave you whatever you want to make it out of this. Aber Gott
gab ihn euch und ihr könnt auch, was auch immer ihr wollt, daraus machen. If human being know in spiritual world? Wissen das die Geistwesen in der geistigen Welt? Yes. Natürlich. Angel know this thing? Die Engel wissen das. Yes. Wissen die Engel das? Ja. All countless creation know this truth? Wissen all die zahllosen Schöpfungen das? Yes. Ja. They all know. Sie alle wissen das. And they know. Und sie wissen auch. When God promised something. Wenn Gott etwas verspricht. He don't take back. Dann nimmt er es auch nicht zurück. This was the point. Und das war auch der Punkt. I cannot talk about whole creation. Ich kann jetzt nicht über die ganze Schöpfung sprechen. But one example will be enough for the all of us. Doch ein Beispiel wird genug für uns alle hier sein. Lucifer said to God. Lucifer, der sagte zu Gott. When you give us all those freedoms. Wenn du uns all diese Freiheiten gibst. Gott. You guiding us. Gut, dann führst du uns. But you cannot force us, actually. Aber du kannst uns nicht zwingen. God said, yes, that's true. Und Gott sagte, ja, das stimmt. Human spirit says same thing to God. Der menschliche Geist, der sagte genau das Gleiche zu Gott. God, Gott. I want in spiritual world to live where I want it. Ich möchte in der geistigen Welt dort leben, wo ich möchte. If don't want to love you, you have to accept it. Und wenn ich dich nicht lieben möchte, dann musst du das auch akzeptieren. God said, yes. Und Gott sagte, ja. So we all, human spirit was living different dimension. Das heißt also, all die menschlichen Geistwesen lebten in verschiedenen Dimensionen. Where they wish. Und zwar dort, wo sie sich es wünschten oder wollten. Otherwise. Ansonsten. I love you, you love me. Gab es dort nur, ich liebe dich, du liebst mich. I want this dimension. Und deswegen wollen wir oder will ich diese Dimension. Or I want to live there. Oder ich möchte dort leben. Or I want to live there. Oder ich möchte dort leben. And God says, yes, I gave you all freedom, what I have. Und Gott sagte, ja, ich gebe euch all die Freiheiten, die auch ich habe. In this point, und an diesem Punkt, God has no power over his creations again. Hatte Gott keine Macht mehr über seine Schöpfungen. You got it so far. Versteht ihr das soweit? Or no? Oder versteht ihr das nicht? You got it. Ihr versteht's, ja? It mean, das bedeutet, the religion explaining God is a powerful God. I'm first time explaining God is not a powerful God. Die Religionen erklären immer, dass Gott ein so machtvoller Gott ist. Aber ich erkläre, dass Gott eigentlich nicht so machtvoll ist, wie sie ihn immer beschreiben. He is powerful. Er ist an sich machtvoll, das stimmt. He can destroy all creation. Er kann die ganze Schöpfung, wenn er möchte, zerstören. But he promised himself, aber er hat sich selber versprochen, I create all creation sake of love. Ich habe alle Schöpfungen zur Liebe erschaffen. So I will not use violent force. Oder wegen Liebe erschaffen. Und deswegen werde ich auch keine gewalttätige Macht benutzen. For example, zum Beispiel, one parent, they love their child. Wenn Eltern ihr Kind lieben, they give him house. Dann geben sie ihm ein Haus. Now house belong to this child. Und dieses Haus gehört dann zu diesem Kind. Later this house, this son gave to some wrong people. Und später gibt der Sohn dieses Haus jemand Falschen oder jemand Schlechten. What you think, what parent can do? Was denkt ihr, können da die Eltern tun? They gave you house. Sie gaben euch das Haus. They gave you the key. Sie gaben euch den Schlüssel. You gave some wrong people. Und ihr gabt sie irgendwelchen falschen Leuten. Now house is not belong to parents. Jetzt gehört das Haus ja nicht mehr den Eltern.
And son gave this house some wrong people. Und der Sohn, der gab das Haus dem falschen Leuten. Then elder can take this house back. Können die Eltern das Haus wieder zurücknehmen? My question. Das ist meine Frage an euch. No. Nein. So God is giving the key to all creation. Gott gibt also den Schlüssel an alle Schöpfungen. And you giving your or this key to someone who is against God. Und ihr gebt diesen Schlüssel jemanden, der gegen Gott ist. Now? Jetzt? God cannot take this key back. Gott kann diesen Schlüssel nicht wieder zurücknehmen. He gave you. Er gab ihn ja euch. So, what God can do here? Was kann Gott also hier tun? You want now God go with and take this key with violent way, yeah? Ihr wollt jetzt, dass Gott kommt und diesen Schlüssel gewalttätig wieder zurücknimmt. God cannot. Aber Gott kann das nicht. We change our promise every day. Wir ändern unser Versprechen jeden Tag. God came out from darkness. Gott kam aus der Dunkelheit heraus. To see the fulfillment of love. Um die Erfüllung der Liebe zu sehen. Now he gave his all keys. Und jetzt gab er all seine Schlüssel. And he cannot take back. Und er kann sie nicht zurücknehmen. He has a two choice. Er hat jetzt zwei Möglichkeiten. To destroy this all creation. Entweder diese ganze Schöpfung zu zerstören. Or he wait. Oder er wartet. What do you think, which choice God must take? Was glaubt ihr, welche Wahl muss Gott hier treffen? Destroy you all? Euch alle zerstören? Or wait. Oder warten? What do you think, what God shall do? Was denkt ihr, was soll Gott tun? Ja, Hartmut. Also ich denke, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, aber erstmal zu den zwei Möglichkeiten. Ich denke, er sollte die Schöpfung nicht zerstören. Und die dritte Möglichkeit, die nicht erwähnt worden ist, vielleicht müssen wir andere Argumente bringen. Denn die Menschen, die das Haus besetzt haben und die nicht im Sinne der Eltern gehandelt haben, die Frage ist, können wir sie überzeugen? Und das ist ja das, was wir auf der Straße oder immer noch machen, dass wir Menschen bewegen, informieren, um sie zu bewegen. Und da, meine ich, müsste der Hebel angesetzt werden, Argumente zu liefern, sichtbar oder nicht sichtbar, um die Menschen neu zu bewegen. Denn sie sind ja so geworden, wie sie geworden sind. But das wir tun. Aber das tun wir. Richtig. Die Möglichkeit, ich mag 45 Jahre. Dann mache ich seit 45 Jahren. Weil das ist die dritte Möglichkeit. Das ist die dritte Möglichkeit, ja, die wir schon alle tun. Yes, aber alleine ich kann nicht schaffen. Aber alleine kann ich das nicht schaffen. Wir helfen dir auch gerne. Ja. Wegen das Hoffnung stirbt die Letzte. Und deshalb stirbt auch die Hoffnung zuletzt. Letzte, ja. Und ich werde nicht geben bis letzte Tag. Und ich werde nicht aufgeben bis zum letzten Tag. Weil wenn ich sterbe, in meinem Geist sollte Gott könnte sehen, dass wenn ich lebe 1000 Jahre on the Erde, ich gehe weiter. Sollte Gott sehen können, dass ich auch noch, wenn ich tausende von Jahren gelebt hätte, weitergegangen wäre für seinen Willen. In diesem Fall. Und in diesem Fall. Ich bin frei. Bin ich frei. Ich kann gehen. Und ich kann weiterreisen, weitergehen. Aber was die Frage über Mitmenschen? Die Frage dreht sich aber erst um unsere Mitmenschen. So diese Mission ist jetzt für Menschen, nicht für mich. Diese Mission ist jetzt für die Menschen, nicht für mich. Got it? Habt ihr es verstanden? So dritte Möglichkeit ist, was ich tue jetzt. Ja, die dritte Möglichkeit ist, was wir jetzt tun. But let's come to the point. Lasst uns zu dem Punkt zurückkommen. Lucifer said to God. Lucifer, der sagt zu Gott. I believe. Ich glaube. We don't need you. Wir brauchen dich nicht, Gott. And this human creation. Und diese menschliche Schöpfung. They like
to follow me more. Die wollen mir mehr folgen. Now God has given us timing. Und jetzt hat Gott uns die Zeit gegeben. All the instrument. Für all die Instrumente. He cannot take back. Und die kann er nicht zurücknehmen. He cannot take our mind back. Er kann nicht unseren Verstand zurücknehmen. Our awareness. Oder unser Bewusstsein wegnehmen. Our conscience. Unser Gewissen. Our love, emotion. Unsere Liebe, unsere Emotionen. Our spirit. Und unseren Geist. So in this point. Und in diesem Fall. Lucifer try to engage with the human spirit. Versucht Lucifer mit den Menschen sich hier zu vereinigen in diesem Punkt. After? Danach. Billion year Lucifer tried to bring human spirit back to God. Hat Lucifer, davor hat aber Lucifer versucht, den menschlichen Geist für Milliarden von Jahren lang zurück zu Gott zu bringen. Even trillion. Selbst Trilliarden von Jahren. And he saw. Der sah. Human creation is not welcoming Lucifer. Dass die menschliche Schöpfung Lucifer, den Morgenstern zu dieser Zeit damals, nicht willkommen geheißen hat. Many creation trying human creation to bring back to light. Ja. Viele Schöpfungen haben versucht, die menschliche Schöpfung zurück ins Licht zu bringen. After countless time in spiritual world. Und nach einer fast endlosen Zeit in der geistigen Welt. He got frustrated. Wurde er frustriert? He see no hope. Er sah keine Hoffnung. And he said to God. Und er sagte zu Gott. This point, he was not a Satan. Dass er an diesem Punkt kein Satan gewesen ist. He was a morning star. Sondern er war der Morgenstern. He had a light. Er hatte Licht. He said to God. Er sagte zu Gott. I was telling you before, actually. Ich habe dir doch bereits davor gesagt. That don't create this human creation. Erschaffe nicht diese menschliche Schöpfung. I made my argument with you. Ich habe auch mit dir meine Argumente vorgebracht. You did not listen to me. Aber du hast mir nicht zugehört. You did not listen to angels. Du hast den Engeln nicht zugehört. You did not listen to other creation. Du hast den anderen Schöpfungen nicht zugehört. And? Und? You make new creation. Du hast eine neue Schöpfung erschaffen. And when we say, und wenn wir sagen, this new human creation, so much freedom you are giving, dass du dieser menschlichen Schöpfung so viele Freiheiten gegeben hast, they can be rebellious against you. Dann können sie natürlich auch rebellisch gegen dich sein. But you are saying to us, aber du sagst es zu uns, what I know, you don't know. Was ich weiß, das wisst ihr nicht. So you see the result? Siehst du das Ergebnis, was daraus gekommen ist? We was right, you were wrong. Wir hatten recht, du lagst falsch, Gott. Who saying this thing to God? Wer sagte diese Dinge zu Gott? Angel? Die Engel? Jinn creation? Die Jinn-Schöpfung? Other creation? Die anderen Schöpfung? What do you think, who saying? Wer sagt das? Lucifer? Lucifer? Lucifer was not alone. Lucifer war in dieser Sache nicht alleine. All these creations sing to God. All diese Schöpfungen sagten das zu Gott. Yeah. Ja. And now. Und jetzt. This human creation. Ist es diese menschliche Schöpfung. Making trouble in angel world. Macht Ärger in der Geist, in der Engelwelt. Make a trouble in this jinn creation. Macht Ärger in der Jinn-Schöpfung. Because they are your leveling creation. Weil sie ihre Lieblingsschöpfung sind, favorite creation. You were saying, ihr sagtet, I will fulfill my ideal of love. Oder sie sagten zu Gott, du hast gesagt, du wirst dein Ideal der Liebe erfüllen. With this creation. Mit dieser Schöpfung. This creation gonna introduce the love to all creation. Und dass diese Schöpfung die Liebe allen anderen Schöpfungen vorstellen wird. This creation gonna be center point of heart. Und dass diese Schöpfung das Zentrum des Herzens sein wird. You created us. Du hast uns erschaffen. Only with one instrument. Nur mit einem Instrument. But this creation, you are giving so much freedoms. Doch
Mit diesem Instrument hast du so viele Freiheiten gegeben. Now this is a creation. Und jetzt ist das eine Schöpfung. If it is the center of your love, wenn sie das Zentrum deiner Liebe ist, then they're destroying us too. Dann zerstören sie auch uns. They destroy angel world peace. Sie zerstören den Frieden der Engelwelt. They destroy the Jin creation. Sie zerstören die Jin-Schöpfung. Wherever they go, wo auch immer sie hingehen, they are your naughty creation. Sie sind deine schlimmste Schöpfung. Frechheit, schlimm nicht. Sie sind die frechste Schöpfung. Frechheit, what you say? Frechheit. Dreist. Naughty, how you call naughty? Böse. Nein. Naughty is not a böse. Schlimm. Can you check, Kassana? Das ist ja anders, dass man nachschaut. Verwöhnt creation. Sind deine verwöhnte Schöpfung. Yes. How you say verwöhnt? Ja, verwöhnt. Yes. Spoiled. Spoiled creation. Sind deine verwöhnte Schöpfung. Answer of God. Die Antwort Gottes darauf war still same. Immer noch die gleiche. What I know, you don't know. Was ich weiß, das wisst ihr nicht. Now this other creation asking. Und jetzt fragt diese andere Schöpfung. Billion years is gone. Milliarden von Jahren sind vorbei. Eternal time past is gone. Eine ewige Zeit ist vorübergegangen. When we will know that this is the center point of love creation. Wann werden wir denn wissen, dass das wirklich die zentrale Schöpfung der Liebe ist oder das Zentrum? Angel lost patient. Die Engel haben ihre Geduld verloren. Jinn lost patient. Die Jinn haben ihre Geduld verloren. Other creation lost their patience. Die anderen Schöpfungen haben ihre Geduld verloren. We lose our patience every day. Und wir verlieren unsere Geduld jeden Tag. Lucifer lost his patience after trillion years. Lucifer verlor seine Geduld nach Milliarden und Milliarden von Jahren. So remember this point. Erinnert euch an diesen Punkt. Now we're coming on earth. Jetzt kommen wir auf Erden. The kingdom of God. Zum Königreich Gottes. Jesus coming to know. Jesus hat herausgefunden. All this truth. Hat all diese Wahrheiten herausgefunden. God shared with him. Gott teilte diese mit ihm. Like he shared with me. So wie er sie auch mit mir teilt. But God saying. Doch Gott sagte. Share with the human creation. Teile sie mit der menschlichen Schöpfung. Jesus bringing. Showing the miracle. Und Jesus, der zeigte Wunder. Lucifer says. Lucifer sagte. If he show the miracle. Wenn er Wunder zeigt. I will not allow him to share the truth actually. Dann werde ich ihm nicht erlauben, die Wahrheit zu teilen. It is against the principle of creation. Es ist gegen das Prinzip der Schöpfung. If by miracle he wanna bring the world of God. Wenn er durch Wunder die Welt Gottes bringen möchte, then God, dann ist Gott. You don't need him, Jesus. Dann brauchst du Jesus gar nicht. Then you go by yourself. Denn dann kannst du auch selber gehen. You have a power. Du hast doch Macht. Bring violent to your world. Bring doch gewalttätig mit Macht, mit gewalttätig deine Welt. Now God is silent. Und jetzt ist Gott still geblieben an diesem Punkt. Because then God is by himself. God brought him in the Kerker. Gott hat sich selber hier in den Kerker gebracht. Promising the fulfillment of love. Er hat versprochen die Erfüllung der Liebe. And now he had only one choice. Jetzt hat er nur noch eine Wahl. He should wait. Dass er warten muss, or he destroyed this creation. Oder dass er diese Schöpfung zerstört. If God destroy the creations, wenn Gott die Schöpfung zerstört, and go back to dark eternity, und zurück in die dunkle Ewigkeit geht, and some point in irgendwann, und an einem bestimmten Punkt irgendwann, he say, okay, I create one more time. Er sagt, okay, ich erschaffe sie noch einmal. Another. Wieder eine andere Schöpfung. This conflict will be
in God. Dann wird dieser Konflikt in Gott sein. That he already have destroyed one creation. Dass er bereits eine Schöpfung zerstört hat. And who can destroy one time creation, he can destroy second time too. Ja, und wer eine Schöpfung einmal zerstört, der kann sie auch ein zweites Mal zerstören. What you say in Germany? Wer schlägt einmal, er kann noch zweites Mal schlagen. Was sagt man auf Deutsch? Wer einmal zuschlägt, kann noch ein zweites Mal zuschlagen. He can hit you again. Ja, the one who hits you one time can also hit you a second time. And then if irgendwann, und wenn dann irgendwann he create, let's say, new creation, eine neue Schöpfung schafft and this creation grow, und diese Schöpfung wächst, they can see, dann können sie sehen, that God has destroyed one time all creation, dass Gott bereits einmal die ganze Schöpfung zerstört hat. And this make them fear. Und das hat ihnen Angst gemacht. And this fear is not a fulfillment of love. Und diese Angst ist keine Erfüllung der Liebe. You got it? Versteht ihr das? Until now. Bis jetzt. So the moment, das heißt also der Moment, he showed the miracle, in dem er Wunder gezeigt hätte, he cannot give the teaching. Kann er seine Lehre nicht weitergeben. Why he showed the miracle? Warum hat Jesus Wunder gezeigt? Well, first he took all the freedom and all the right as the Messiah. Zuerst nahm er damit all die Freiheiten und die Rechte als Messias weg. Then he said to God, I wanna try my way. Dann sagte er zu Gott, ich möchte es auf meine Weise versuchen. For example, zum Beispiel, God gave me the mission. Gott gab mir die Mission. He said to me, und er sagte zu mir, I gave you all Macht, Power of Messiah. Er sagte, Jesus, ich gebe dir all die Macht des Messias. Gott sagt zu Jesus. Me. Gott sagte zu Sahid, ich gebe dir die ganze Macht als Messias. But my world will not come. Aber Gott sagte auch zu mir, Sahid, meine Welt wird nicht kommen mit, if you show miracle, wenn du Wunder zeigst, if you show your power, wenn du deine Macht demonstrierst. My world will come, meine Welt wird nur dann kommen, if you educate spiritually, wenn du sie geistig erziehst. But you have to choose. Aber du musst wählen. Taking this mission, diese Mission zu nehmen. Many times thought came, oh, I'm educating these people and result is zero. Da kamen viele Male die Gedanken in meinen Kopf. Ach, ich bilde, ich erziehe diese Schöpfung, aber immer kommt nur Null heraus. People comes. Die Leute kommen. I'm giving effort for many years, 5-6 years. Und ich gebe mir viel Mühe mit ihnen, 4, 5, 6 Jahre. And then they go. Aber dann gehen sie einfach wieder. They're coming. Sie kommen. They're going. Sie gehen. 7 years. 7 Jahre. 14 years. 14 Jahre. 21 years. 21 or 21 years. I got frustrated. Und davon wurde ich frustriert. I say, I should show the miracle power. Wenn das so schleppend vorangeht, dann sollte ich lieber Wunder zeigen. At least people should come in the forest. Die Leute sollten wenigstens in den Wald kommen. And where I meet God, where I saw the light of God. Und dort, wo ich Gott getroffen habe, dort, wo ich das Licht Gottes gesehen habe. I should bring the media inside. Da sollte ich in diesem Wald die ganzen Medien holen. Invite everybody in the forest. Jeden in den Wald einladen. And when God light comes, und wenn Gottes Licht kommt, then I say, look, dann sage ich, seht. Everybody will say, wow, wow. Und jeder wird sagen, wow. Oh, great, 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 great. Großartig, großartig, großartig. We believe you now. Wir glauben dir jetzt. I took people in Edersee. Ich nahm Leute an den Edersee. I prayed. Ich betete. Different light is coming. Und verschiedene Lichter kamen. My members say, meine Mitglieder sagten, check it out, maybe he has Taschenlampe. Guckt mal, vielleicht hat er eine Taschenlampe, Flashlight.
Okay. Okay. I learned my lesson. Ich habe meine Lektion gelernt. I saw these are my members. Und ich habe gesehen, das sind meine Mitglieder. And they're getting doubt. Und sie haben Zweifel. I don't know. Ich weiß. These are my people who saw many things. Das sind meine Leute, die vieles gesehen haben. I got a message. Und ich habe dann die Nachricht bekommen. By heaven. Durch die Himmel. That's the first steps. Das ist der erste Schritt. Slowly, slowly, they're gonna be more doubt. Stück für Stück werden sie mehr Zweifel haben. Next day. Am nächsten Tag. All this member I was giving seminar. All die Mitglieder, denen ich Seminar gegeben habe. Who were the zweifel? Die gezweifelt haben. Suddenly one man stand up. Auf einmal stand ein Mann auf. And he said to his brother. Und er sagte zu seinem Bruder. Brother. Bruder. I saw this man. Blue crystal light coming from his mouth. Ich sah, dass aus dem Mund dieses Mannes blaues kristallfarbenes Licht schien. But this was the daytime. Aber das war tagsüber, was er gesehen hat. Night I can verstecken, actually. Nachts kann ich ja irgendwas verstecken. But daytime I cannot put the Taschenlampe in my mouth, actually. Aber nachts kann ich die Taschenlampe nicht in meinen Mund stecken. Daytime. Tagsüber. And they were looking. Und sie schauten. Maybe this is another trick. Und sagten, ach, vielleicht ist das wieder ein anderer Trick. But there is some more who saw my golden light. Aber es gab noch jemanden dort, der mein goldenes Licht sah. And she started crying and crying and crying. Und sie fing an zu weinen und zu weinen und zu weinen. Now this happening in daylight. Und das passierte alles bei Tageslicht. And all people who saw daylight. Und alle Leute, die das Tag bei Tageslicht sahen. My mouth, blue light coming. Mein Mund, da kam blaues Licht raus. They saw golden light and was crying. Sie sahen goldenes Licht und weinten. They was the first one who left the mission. Sie waren die ersten, aber auch wieder die Mission verließen. It is amazing. Das ist unglaublich. I came to know. Und das habe ich herausgefunden. God was saying that time. Gott sagte das damals schon. Now point was, der Punkt hier war, if I wanna remain Lucifer Morningstar, möchte ich Lucifer Morgenstern bleiben? Or I say God, oder möchte ich sagen Gott? Like a Jesus. So wie Jesus. Schicke jemand anders. Schicke jemand anderes. Send somebody else. Schicke jemand anderes. Who said this thing? Wer hat das gesagt? Diesen Satz. Wer sagte das? Can you open? Könnt ihr eure Mikrofon? Jesus. 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 Der Moses auch. Bitte? Ich sage, eben ist halt Moses also. Moses auch. Moses auch. Ja, stimmt. Stimmt. Yes. Did God punch Jesus? Hat Gott Jesus dafür gehauen? Geschlagen. Or he punched the Moses? Oder hat der Moses dafür geschlagen? What God did? Was hat Gott getan? Was ist still? Er blieb still. Tränen kamen aus seinen Augen. God don't know. Gott wusste nicht. Where shall I find now a new Messiah? Wo soll ich denn jetzt einen neuen Messias finden? This is not a shopping center you can buy a Messiah. Das hier ist kein Shopping Center, wo ihr einen neuen Messias einkaufen könnt. Yeah. Ja? 2000 years he could not find Christianity Messiah. 2000 Jahre lang konnte er im Christentum nicht den Messias finden. 1500 years Islam he could not. 1500 Jahre konnte er im Islam keinen Messias finden. God try and try and try. Gott versuchte und versuchte und versuchte. Angel try and try. Die Engel versuchten und versuchten und versuchten. Cannot find Messiah. Aber sie konnten keinen Messias finden. And now 30 or 40 years later, if I say to God. Und jetzt 30 oder 40 Jahre später, wenn ich zu Gott sage. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr Gott. You think what God gonna feel? Was denkt ihr, wird Gott da fühlen? God said to me, if you give up. Gott sagte zu mir, wenn du aufgibst, then 40,000 years I have no hope if I will get
find new Messiah. Dann für 40.000 Jahre werde ich keine Hoffnung haben, einen neuen Messias zu finden. Can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? Yeah. So shall I behave like a Lucifer? Soll ich mich also wie Lucifer verhalten? Shall I behave like a Moses? Soll ich mich wie Moses verhalten? Shall I behave like Adam? Soll ich mich wie Adam verhalten? Shall I behave like Jesus? Soll ich mich wie Jesus verhalten? If I behave like this, wenn ich mich so verhalte, providence of God is going in future. Dann wird die Vorsehung Gottes weiter in die Zukunft verschoben. But here problem is, aber hier ist das Problem, people even not reading my books, which I have revealed already, dass die Leute nicht mal meine Bücher lesen, die ich bereits offenbart habe. They're still, and if they are reading, they're not touching them. Und wenn sie die Bücher lesen, dann berühren sie die nicht. You challenge this world, you come to this society, you speak. Denn wenn es euch berührt, dann fordert ihr diese Welt heraus. Ihr sprecht, ihr offenbart, was ihr. You give every street good news that this is the time of God. In jeder Straße gibt ihr die gute Nachricht, dass das die Zeit Gottes ist. The bell which don't ring, it cannot be bell. Die Glocke, die klingelt, die nicht ertönt, die nicht klingelt, die ist keine Glocke oder Klingel. Song which cannot be sing. Und ein Lied, das nicht gesungen werden kann. Cannot be song actually. Kann auch kein Lied sein. We'll never find out. Denn wir würden nie wissen. And if you say we love God, wenn ihr sagen würdet, wir lieben Gott, then this love have to come out. Dann muss diese Liebe auch rauskommen. In forest? Im Wald? No. Aber muss das im Wald passieren? Nein. If we stand this flyer and standing in the wall someplace, wenn wir mit diesen Flyern im Wald irgendwo stehen, it doesn't matter. Dann hilft das uns nicht. If you go on the mountain top and waiting somebody appeared here, wenn ihr auf Bergspitzen geht und wartet, dass da irgendjemand erscheint, we have to go every city, every evil place. Wir müssen in jede Stadt, an jeden schlimmen Ort gehen, um zu zeigen, is it timing of God? Dass das die Zeit Gottes ist. That means this love has to come out now. Das bedeutet, dass diese Liebe jetzt rauskommen muss. Otherwise, love was here, but we were not able to give. Ansonsten war die Liebe hier, aber wir waren nicht in der Lage, sie weiterzugeben. Truth was here. Die Wahrheit war hier. But it's not good. Aber we could not able to give. Aber sie ist nicht gut. Wir konnten sie nicht weitergeben. Coming to the point. Kommen wir also zu dem Punkt. Jesus sharing all this heavenly truth with one person. Jesus teilte all diese himmlische Wahrheit mit einer Person. Who was this person? Wer war diese Person? Speak, please, Christian. Bitte sprecht, ihr seid doch hier viele Christen. Christian. Thomas, oder? Bitte? One person, he's telling everything. Sander hat gesagt, Thomas. Bitte. Sie selber. Benehmt, ja, Tom. Thomas. Okay. Was eben ja? Also später, als er dann in Kaschmir war. Bitte? Nein. Nein, Sander. Was eben ja? Sich selbst. Bitte? To himself, he told everything. Nein. Nein. Also, he named self, er weiß alles. Aber eine Person in die Erde, er hat er geteilt. Eine Person auf Erden hat er alles mitgeteilt. Was Gott hat gesprochen. Was Gott mit ihm gesprochen hat. Wer war das? Wer war das? Das heißt, wenn Austin Christian, das ist vielleicht nur mit Papier. Ja? Ja, das heißt, wenn ihr Christen seid, dann war das wahrscheinlich nur auf dem Papier. Nur Glauben. Ja, nur Glauben war das. Also wenn es nicht Thomas war, dann war es Petrus. 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 Thomas kam ganz, Thomas war nicht geboren. Thomas war noch nicht mal geboren. Er war jung. Er war sehr jung, der Thomas. When Jesus is weggegangen. Als Jesus weggegangen ist. And Jesus said. Jesus sagte. Peter. Petrus. I give you the key of heaven actually. Ich habe dir den Schlüssel zu den Himmeln gegeben. Kingdom of God. Zum Königreich Gottes. What you build here, you're gonna build in heaven. Was du hier errichtest, das errichtest du auch im Himmel. That mean, das bedeutet, how kingdom of God will come, I gave you the, all the heavenly truth. Wie das Königreich Gottes kommen wird, dafür habe ich dir all die himmlische Wahrheit schon gegeben. But this is a very funny situation. Aber jetzt haben wir hier eine sehr lustige Situation. I say,
Denn ich sage, Moses, I give you all the truth what God spoke to me. Ich gebe dir all die Wahrheit, die Gott zu mir gesprochen hat. How to build kingdom of God. Wie man das Königreich Gottes errichtet. And he said to me, and what about you? Und Moses sagt dann zu mir, ja, was ist mit dir? No, I want to Allgäu to enjoy my life now. Nee, ich möchte jetzt in den Allgäu gehen und möchte mich an mein Leben erfreuen. I became old, man. Ich bin jetzt ein alter Mann geworden. Yeah? But you have the key. Aber du hast den Schlüssel. How this looks like, wie sieht das aus? And how God sees. Und wie sieht das Gott? You think he can build the kingdom of God? Denkt ihr, Moses kann das Königreich Gottes errichten? He don't have this experience. Er hat nicht diese Erfahrungen. He never took 1,000 cross. Er hat nie diese 1,000 Kreuze auf sich genommen. He never went all his life for this mission. Er ist nie sein ganzes Leben für diese Mission gegangen. I can give him piece of cake on the plate to eat, yes. Ja, ich kann ihm dieses Stück Kuchen auf einem Teller servieren, damit er es essen kann. This I can do. Das kann ich tun. And das heißt? Und das bedeutet? Nachfolger. Ein Nachfolger zu sein. Success. Ein Nachfolger zu sein. But if I say to him, you build the kingdom of God. Wenn ich zu ihm sage, du errichtest das Königreich Gottes. God gonna have a headache. Dann wird Gott Kopfschmerzen bekommen. Million Moses can come together, they cannot build the kingdom. Millionen von Moses können zusammenkommen und zusammen können sie immer noch nicht das Königreich Gottes sein. Why I'm saying? Warum sage ich das? One generation passed. Eine Generation ist vorbei. Two. Zwei. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. 9. 10. God cannot find the Messiah. Aber Gott kann immer noch keinen Messias finden. 2000 years gone. 2000 Jahre sind vorüber. 4000 years gone. 4000 Jahre sind vorüber. 6000 years gone. 6000 Jahre sind vorüber. Messiah is not coming. That you go shopping center one say, I want to have this prophet. Der Messias ist nicht da, dass ihr ins Shopping Center gehen könnt und sagt, ah, ich will den Propheten haben. I want to have this Messiah. Und ich möchte diesen Messias haben. I want to have this. Und ich möchte das haben. That's the way it doesn't work. So funktioniert das nicht. And even every day, God revealing me more. Und selbst jeden Tag offenbart Gott mir mehr. God cannot reveal him. Gott kann Moses diese Sachen nicht offenbaren. Because he has not grown. Weil er kein Wachstum hat. And even when he flying. Und selbst wenn er fliegt. God saying in his ear. Sagt Gott in sein Ohr. Whispering in his ear. Flüstert er in sein Ohr. You are lucky. Du hast Glück. That you are flying. Dass du fliegst. That's the amazing grace of your father. Das ist eine erstaunliche Gnade, die du durch deinen Vater erhalten hast. Because of him. Wegen ihm. You can fly. Kannst du fliegen. Because you follow him. Weil du ihm folgst. God told Simon too. Gott hat das auch Simon gesagt. Otherwise. Ansonsten. You can forget yourself. Könnt ihr euch selber vergessen. Now he told whole truth to Peter. Jetzt hat Jesus die ganze Wahrheit zu Petrus offenbart. And after this. Und danach. After the cross, what nach dem Kreuz, our book says, was unser Buch sagt, Joseph of Arimathea saved his life. Joseph von Arimathea hat sein Leben gerettet. He leaving. Hat er sie verlassen, die Mission, der Jesus. No, Thomas is crying. Und jetzt war Thomas am Weinen. Thomas is a 20-year-old. Thomas war zu dieser Zeit circa 20 Jahre alt. He says, und er sagte, I will not live. I will die. Ich werde nicht weiterleben. Ich werde sterben. And Peter said, und Petrus sagte, we can handle, but this Junge will not. Wir können das vertragen, Jesus, aber dieser Jünger wird das nicht vertragen. Please take him with you. Bitte nimm ihn mit dir. So Jesus took him. Und Jesus nahm ihn also mit. Now Peter. Und jetzt hat Petrus. You think was he qualified? Denkt ihr, Petrus war qualifiziert? To reveal everything, but he has no relationship. All diese Dinge zu offenbaren. Er hatte keine Beziehung mit Gott. He had a relationship with Jesus, yes. Er hatte eine Beziehung mit Jesus, ja. But not with God. Aber nicht mit Gott. And now came another cross. Und jetzt kam wieder ein anderes Kreuz. They want to catch member of Jesus. Sie wollten die Mitglieder von Jesus einfangen. What happened?
was ist dann passiert? They all run away. Sie alle sind weggerannt. Even Peter. Selbst Petrus. Disappeared. Ist verschwunden. And sits with his Hintern someplace far away from civilization. Und sitzt mit seinem Hintern weit weg irgendwo von der Zivilisation. And pray. Und betet. God, your kingdom shall come on earth like in heaven. Gott, dein Königreich soll auf Erden wie im Himmel kommen. Entschuldigung. Deine Himmel come in the earth wie in Himmel. Deine Himmel. Deine Welt. Will come, deine Wille come in auf, the earth. Auf Erden wie im Himmel. Himmel. Ja. He's praying. Und das betete er. What do you think, who praying after him? Wer, was glaubt ihr, wer betet so nach ihm auch noch? Wer? Wer? What do you think? Wer glaubt, der betet nach ihm auch so? Die Christen. Christians, ja, die Christen. Vater. Vater. Deine Wille scheint in die Erde. Dein Wille scheint auf Erden. Wie im Himmel. Wie im Himmel. 2000 Jahre, they pray. 2000 Jahre lang beten sie da schon. Yes. Ja? Now. Und jetzt. One man coming who have this power to reveal actually. Kommt ein Mann, der die Macht hat, das zu offenbaren. Who is this man? Wer ist dieser Mann? Who? Wer? Huh? Wer sagt es mir? Who is this man who have courage? You are Hazor, you are the one, you are Hazor. Oh no, I'm talking 2000 years ago. Ich spreche von 2000 Jahren. Wer war der Mann, der den Mut hatte, das zu offenbaren? I'm coming 2000 years later. Ich komme 2000 Jahre später. Who has this courage? Wer hat diesen Mut? Paulus, der zu Saulus wurde. Saulus, der zu Paulus wurde. Paul, who Saul, who became Paul? Who's it? Andreas. That's right. Ja, das ist richtig. That's right. Ja, richtig. How much power he had? Wie viel Kraft hatte Paulus? He brought Jesus on the court. Er hat Jesus vor Gericht gezerrt. He caused him cross. Er hat ihn ans Kreuz gebracht. And not enough. Und das war nicht genug für ihn. He killed Stephen, Jesus' prophet. Er hat Stephanus, den Propheten von Jesus, umgebracht. Wer? Wer? Paul. Natürlich Paulus. So he was a Saulus. Der damals noch Saulus war. What Stephen say? Was hat Stephanus da gesagt? One day he got angry. Er wurde eines Tages sauer. He went in on these shopping places. Er ist in diese Einkaufsmeile dort gegangen damals. Stephanus. And he says. Und hat gesagt. No, this what he say is destroy the concept of that Jesus came to die on cross. Das, was Stephanus damals sagte, hat bereits das Konzept, was die Christen später gemacht haben, dass Jesus am Kreuz sterben musste, das zerstört das. Yes. He said to Israelites. Er sagte zu den Israeliten. You are murder. Ihr seid Mörder. You kill the Messiah. Ihr tötete den Messias. You should help him to build the kingdom of God. Ihr hättet ihm helfen sollen, das Königreich Gottes zu errichten. But what you did? Aber was ihr getan habt? You murder him. Ihr habt ihn getötet. So this, what Christianity say he came to die is forgetting. Was also das Christentum sagt, dass er kam, um zu sterben, das ist damit forget. Vergessen. And then this Saulus. Who murdered Stephen? Und Saulus, der den Stephanus tötete. He himself said later when he became Paul. Er sagte später selber, als er Paulus wurde. If they know the Messiah, hätten sie den Messias gekannt, they would not crucify him. Hätten sie seinen Wert erkannt, dann hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Then why Christianity saying Jesus came to die for cross? Wie kann also das Christentum sagen, dass Jesus kam, um am Kreuz zu sterben? Paul said no. Paulus sagt doch, nein. If you would have helped him, hättet ihr ihm geholfen, he would build the world of God. Dann hätte er die Welt Gottes errichtet. Another thing. Und noch eine andere Sache. Jesus began his mission. Jesus begann seine Mission. He did not say, put me on the cross. Und er sagte da nicht, er hängt mich ans Kreuz. What did he say? Was sagte er? Kingdom of God is in our hands. Das Königreich Gottes ist in unseren Händen. Repent. Bereut. Kingdom of God is in our hand. Das Königreich Gottes ist in unseren Händen. He did not say, I came to die on cross. Er sagte nicht, ich kam, um am Kreuz zu sterben. That mean, und das bedeutet, Stephen was right, dass Stephanus recht hatte, Paul was right, dass Paulus recht hatte, he did not came to die.
dass Jesus nicht gekommen ist, um zu sterben. Ich hole kurz ein Buch. Ja. Okay. Okay. That means, das bedeutet, Jesus, say, Jesus sagte, Israel ask him, wenn die Israeliten ihn fragten, how shall we help? Wie sollen wir dir helfen? What he said? Was sagte er da? Help me. Helft mir. It means, help me to build the kingdom of God. Dieses hilft mir bedeutet, hilft mir, das Königreich Gottes zu errichten. If he helping, Israelites, und wenn die Israeliten ihm geholfen hätten, they want to put him on the cross? Hätten sie ihn dann noch ans Kreuz hängen wollen? What is it? Was glaubt ihr? Was sagst du, Taylor? When they will help him, they would bring him on the cross. Taylor, was sagst du? Wenn sie ihm geholfen hätten, hätten sie ihn dann noch ans Kreuz geschlagen? Nein. 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 Super, Taylor 2. Ja, yeah, sehr gut, Taylor. Yeah, sehr gut. Yeah. So, they would not, they would help him then. Ja, sie hätten ihm dann geholfen. It means? Das bedeutet, Jesus came to build the kingdom of God. Jesus kam, um das Königreich Gottes zu errichten. Yes. Ja. Later Jesus got a frustration. Später wurde Jesus frustriert. When they threw the stone at him. Als sie ihn mit Stein abwarfen. They tried to give him patches. Als sie versuchten, ihn auszupeitschen. And they tried to murder him. Und sie versuchten, ihn zu umzubringen. There he got it. Dort wurde er frustriert. There he talk about his cross. Dort redete er über sein Kreuz. Because he saw. Denn er sah. They are not want to hear me actually. Dass sie ihm nicht zuhören wollen. When here he had a one choice. Und hier hatte er eine Chance. One choice. Eine Wahl. One choice. What choice he had actually? Und welche Wahl hatte er? In this point. An diesem Punkt. When Israel tried to kill him again and again. Als die Israeliten versuchten, ihn immer und immer wieder umzubringen. What he had the choice? Was für eine Wahl hatte er dort? Nach Rom zu gehen. Rome. To go to Rome. Nach Rom zu gehen. That means begin again with zero. Das heißt, dass er wieder von null hätte anfangen sollen. Zero. Ja, von null. Yes. Who told him to go to Rome? Wer hat ihm gesagt, nach Rom zu gehen? Gut, Ole. Wer hat ihm das gesagt? Gott. 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 This is the only choice he has. Das ist die einzige Wahl, die er hatte. Begin again with zero. Wieder von null anzufangen. Actually, they told Jesus. Eigentlich haben sie Jesus gesagt. You have two courses to build the kingdom of God. Du hast zwei Kurse, um das Königreich Gottes erbauen zu können. One course and second course. Den ersten Kurs und den zweiten Kurs. Our Offenbarung speaking this. Darüber spricht auch unsere Offenbarung. If somebody remember, erinnert sich jemand hier? He had two courses. Zwei Kurse hatte er. To fulfill the will of God. Um den Willen Gottes zu erfüllen. How many people read my Offenbarung? Wie viele Leute haben meine Offenbarung gelesen? So. Now tell me in Offenbarung is it written. Sagt mir also, was steht in der Offenbarung geschrieben? Two courses for Jesus. Zwei Kurse, die Jesus hätte gehen sollen. You translating my books. Emil, du übersetzt doch meine Bücher. Jakob and Moses course. Ja, er sollte nach der Kreuzigung nach Rom gehen und dort die Tochter heiraten von dem Imperator. Nein, nein. Ich frage nach den Namen von den Kursen. There was a 40-year course in Rome. 40-year course. And another course, how much? Und der andere Kurs war wie lange? 21.
21, two courses. 21, yeah. Die zwei Kurse, ja? Very good. Sehr gut. Chatter, here you are. Chatter. God said two courses you have. Gott sagte, zwei Kurse hast du. And one course. Ein Kurs. Is 21 years. Ist 21 Jahre lang. Who make it this course? Wer hat diesen Kurs gemacht? Den 21 Jahre Kurs? And was is successful between Cain and Abel? Und war zwischen Cain und Abel erfolgreich? Who was this man? Wer war dieser Mann? Jakob. Wer sagte? Gerti. Somebody more? Noch jemand mit einer Antwort? That's the way you read my Offenbarung. So liest du also meine Offenbarungen. Huh? Herzlichen Glückwunsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Yeah. You are very successful. Sehr erfolgreich. Yes. Yeah. Jakob. Jakob. Jakob finished the conflict between Cain and Abel. Jakob hat den Konflikt zwischen Cain und Abel beendet. He coming back promised land. Er kam zurück ins gelobte Land. 21 years later. 21 Jahre später. And he offered everything to Cain. Und er hat alles an Cain geben wollen. Esau. An Esau, sein Bruder. And then Cain cried. Und dann hat Esau, der in der Position von Cain war, geweint. And what about Adam, Cain and Abel? Und was ist bei Adam mit Cain und Abel? Cain was aggressive. Cain war aggressiv. And Abel said, ja, komm. Und Abel hat gesagt, ja, komm doch. Ja, komm. And then Cain killed Abel. Und dann hat Cain den Abel umgebracht. Aber hier, few thousand years later, ein paar tausend Jahre später, Jakob finished conflict between Cain and Abel. Hat Jakob den Konflikt zwischen Cain und Abel beendet. He gave his blessing. Er gab seinen Segen. To Cain. Zu Cain. He ran away. Und ist weggerannt. And whatever he got the blessing. Was auch immer er als Segen erhielt. 21 years later he offered. 21 Jahre später hat er es angeboten. To Cain. To Cain, also dem Esau. Esau. And here was family level begin. Und hier hat das Familienniveau begonnen. Second course, who make it? Der zweite Kurs, wer ist den gegangen? Who this man? Wer ist dieser Mann? Moses. Moses. Who is this? Gertrud. Moses. Our senior people should not give answer. Let other people give answer. Unsere Senior-Leute sollten keine Antwort geben. Ja. Senora muss. Ja. Altersheim bleiben. Senior Gerti muss im Altersheim bleiben, ja? Ja. Neue Leute, ich möchte. Ich möchte von den neuen Leuten das wissen. Moses. Moses also. So God gave Jesus two choices. Gott gab Jesus also zwei Möglichkeiten. What is this? Was waren diese zwei Möglichkeiten? What you call this thing if I do like this? Was heißt das, wenn ich so mache? I'm not saying this, I'm saying this. Okay. Ich mache nicht das, sondern ich mache das. What does it mean this? Was bedeutet das? You see my two finger or you see only one finger? Seht ihr meine zwei Finger oder ein Finger? Victory, doesn't it? Hä? Nein, muss Victory. Okay. Yeah. Die Bohnenkamp hat gesagt, die Heike hat gesagt, das bedeutet Zeichen für Sieg. Sieg. Who said this? Heike. Hier unten. Where's the Heike? Ah, ja, yeah, Victory. Yes, Victory. Sieg heißt es. Ja. Sieg heißt es. So God said, if you cannot make it 21 years. Gott sagt, also wenn du es nicht in 21 Jahren schaffen kannst. Israelites. Die Israeliten. Then you go 40 years Rome. Dann geh nach 40 Jahren. Dann geh den 40-Jahres-Kurs nach Rom. So 40 and 21, how much? 21 und 40 Jahre sind zusammen wie viel? 61 years. 61 Jahre. 61 year means 61 Jahre bedeutet your all life. Dass ihr euer ganzes Leben also. Jesus has to give his all life. Dass Jesus sein ganzes Leben geben muss. Not 10 years, not 20 years. Nicht 10 Jahre, nicht 20 Jahre. Jesus has to give his all life. Jesus muss sein ganzes Leben geben. Yes. Ja? And Jesus saw. Und Jesus sah. Oh. I'm not gonna make it. Das werde ich nicht schaffen. Yes. He made his decision. Er hat seine Entscheidung getroffen. Now this murder.
Und jetzt hat dieser Mörder, who destroyed the mission, the kingdom of God, der die Mission zerstört hat, das Königreich Gottes, Saulus. He made possible to kick out Jesus. Er hat es möglich gemacht, dass Jesus rausgeworfen wird. He killed Stephen. Er hat Stephanus umgebracht. He killed many thousand Christians. Er hat viele tausend Christen umgebracht. And now, und jetzt, Archangel Gabriel want to choose him. Wollte Erzengel Gabriel ihn auserwählen? Because he saw Saul is strong. Weil er sah, dass Saulus stark war. But there's another party also there. Aber es gab noch eine Partei dort. Who is this Partei? Wer ist diese Partei? Who said no, 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 no. Die gesagt hat, nein, nein, nein. You think who party was against Gabriel? Was denkt ihr, welche Gabriel, welche Party war gegen Gabriel, welche Partei? He said, you can choose. Ja, sie haben gesagt, ja, du kannst aussuchen. Aber. You think who was this party? Was glaubt ihr, wer war diese Partei? Seminar, when I come, I'm gonna read only Offenbarung for you. Ja, in diesem Seminar, was wir nächste Woche haben werden, da werde ich nur die Offenbarung vorlesen. Yeah, I'm gonna read only. Ich werde nur die Offenbarung für euch lesen. Yes. So the Himmel. This will be beautiful seminar. And while I'm reading, you can do also like this. Und während ich das lese, könnt ihr auch hier eure Augen zumachen. Yes. Ja. Amazing, in my seminar, people like to sleep very much. Unglaublich, in meinen Seminaren wollen die Leute immer schlafen. They love to sleep. Die lieben es zu schlafen, mein Seminar. Soon I begin my seminar, they go like this. Sobald ich mit meinem Seminar anfange, gehen die Leute so. Such a beautiful seminar. Das ist ein wunderschönes Seminar. Schlaftherapie, ja. Yeah. Eine Schlaftherapie. Auto-Gate Training going on. Ja, das ist ein Autotraining, was er dort macht. Automatisch. Auto-Training, actually. Auto-Training. Yeah, like you lay autogenes down. Training. Autogenes Training. And I speak with autogenes you. Training. And I speak with you. We are passing now beautiful mountain. Und dann dachte ich, oh, wir gehen jetzt an einem wunderschönen Berg vorbei. Now we are flying. Jetzt fliegen wir. Now we are in heaven. Jetzt reisen wir im Himmel. That's the autogenes Training. Ja, okay. Das ist autogenes Training. Yes, I let you lay down. Ja, ich lasse euch hinlegen. Now coming beautiful angel. Und jetzt kommen wunderschöne Engel. And he want to kiss female. Und die wollen die Frauen dort, ihr wollt dann die weiblichen Wesen dort küssen. And my male member coming the beautiful female. Und zu meinen männlichen Mitgliedern kommen die wunderschönen weiblichen Wesen. Beautiful therapy. Was für eine wunderschöne Therapie. Therapy, ja. Yeah? My many members gonna open already the mouth. Viele meiner Mitglieder werden ihren Mund öffnen. Come. Und sagen, komm. Come, I'm ready. Ich bin bereit. And Wolfgang gonna do like this. Und Wolfgang will so machen. Wolfgang is there? Ist Wolfgang hier? Yes. Ja, er ist hier. Yeah. Everybody. Jeder wird. No, not this Wolfgang, other Wolfgang. Nicht dieser Wolfgang, der andere Wolfgang. Where's our other Wolfgang? Der ist nicht hier. Yes. And Sandra gonna say, I'm ready. Und Sandra wird sagen, ich bin bereit. Yes. Ein autogenes Training wird er sagen. We can do the autogenes Training. Ja, wir können autogenes Training tun. But leider I have another mission. Aber leider habe ich noch eine andere Mission. There was another party. Es gab noch eine andere Partei. They say to Archangel Gabriel, if you wanna choose the Saul, wenn du Saulus auserwählen möchtest, he is my person. Er ist meine Person. You think who was this person? Wer glaubt ihr, wer war diese Partei? Who was this Partei? Wer war Lucifer. Diese Partei? Hä? Lucifer. Who say Lucifer? Die dunkle Seite. Sanda hat das gesagt. Yeah. Somebody else? Noch jemand? Who was this? Wer war das? Ja, ich habe auch Lucifer gesagt. Lucifer. Ja, Lucifer. Lucifer. Ja. Ja, genau, Lucifer. You wanna show your form of Jesus? Wenn du möchtest also deine Form, du möchtest also Saulus in Jesus Form erscheinen. And Jesus sitting in Kashmir. Und Jesus sitzt aber noch in Kashmir. He left the mission. Er hat die Mission verlassen. And you wanna show your form of Jesus. Und du möchtest deine Form von Jesus zeigen. Then. Dann. Only this condition you can do it.
dann kannst du das nur unter der Bedingung tun. Lucifer, sagte Lucifer. And? Und? Archangel Gabriel had no choice. Erzengel Gabriel hatte keine Chance, hatte keine andere Wahl. Yes. So, he appeared. Und dann ist er, Saulus, erschienen. But Lucifer said. Aber Lucifer sagte. Nothing will be revealed about heavenly truth. Nichts wird über die himmlische Wahrheit offenbart. The one who should reveal, he is gone. Derjenige, der das hätte offenbaren sollen, der ist weg. So what came out then? Was kam also raus? When he chose Paul. Als er Paulus auserwählte. What happened? What came out? Was kam raus? Eine neue Religion. Eine neue Religion. A new religion. So when new religion came, who take over? Als also eine neue Religion kam, wer übernahm da? God. Gott. Who take over? Wer übernahm da? Die Engel. Who's the Engel? Elisabeth. Angel. Angels. Engel. Angel took over. Die Engel haben übernommen. When Angel take over. Und als die Engel übernahmen. Who want the partnership? Wer hat da die Partnerschaft gewonnen? Nee, who want to have a partnership? His Teil. Wer wollte da seinen Anteil von haben? Nochmal Elisabeth. Lucifer. Lucifer. Ja, Lucifer. Now coming mixed Geschäft. Jetzt haben wir ein gemixtes Geschäft. Und when Christianity became religion, als das Christentum als Religion kam, then Lucifer had more power. Dann hatte Lucifer noch mehr Macht. But there's the last thing I want to share. Aber hier ist auch die letzte Sache, die ich teilen möchte. Paul going different country of Europe. Paulus ging in verschiedene Länder von Europa. Then he go back to meet Peter. Und dann ging er zurück, um Petrus zu treffen. And he was very angry to Peter. Und er war sehr sauer mit Petrus. He said, er sagte, you sitting with your Hintern here. Du sitzt mit deinem Hintern hier. You should be with me. Du sollst es mit mir kommen. Petrus sagte, I only can, whoever come, I can talk. Wer auch immer zu mir kommt, mit dem kann ich reden. Then second thing. Und dann war die zweite Sache. Paul asked Peter. Paulus fragte Jesus. Petrus. Yes. Petrus. Constitution. He asked Peter. Er fragte Petrus. Tell me what Jesus was talking to you. Sag mir, was Jesus dir gesagt hat. Ja. Yeah. Tell me what Jesus was talking to you. Sag mir, was Jesus dir gesagt hat. I want to know. Ich möchte das wissen. Peter don't want to share. Und Petrus wollte das aber nicht teilen. Why Peter didn't share? Warum wollte Petrus das nicht teilen? What do you think? Why Peter didn't share? Warum wollte Petrus das nicht teilen? Please. Bitte sagt es mir. We are coming ending. Jetzt kommen wir zum Ende hier. Why Peter don't share? Warum wollte er das nicht teilen? Weil er sich vielleicht geschämt hat? Because he was ashamed? No. Nein. Somebody else? Noch jemand anderes? Now everybody, whoever want to give answer. Wer auch immer eine Antwort gibt. Vielleicht hat er schon den Druck gespürt. Ich weiß nicht, ob man mich hören kann. Ja, vielleicht hat er schon den Druck gespürt. Maybe he already felt the pressure that's lying ahead of him. You already felt a duty that could be in the future for him then? Who is speaking? Die Heike. Heike Bohnenkamp. Heike. 50% you are right. So 50% hast du recht, Heike. Oh, but there was more. Aber da steckt noch mehr dahinter. Also ich glaube, der hat dem Paulus nicht geglaubt. He didn't believe Paul. Okay. Deswegen hat er ihm das nicht alles offenbart. Er hat ihm einfach nicht geglaubt. Das ist meine Version. Something else, please? Noch jemand anderes? Ja, Hartmut. Es hätte zur Konfrontation zwischen Paulus und Petrus kommen können. Denn soweit ich mich in der Bibel erinnere, heißt es, dass Jesus gesagt hat, du bist Petrus, auf diesem Fels werde ich meine Kirche aufbauen. Das ist ja eine komplette Konfrontation zu der Wirkungsweise von Paulus. Yes, you are right.
Ja, du hast recht. Wolfgang is right. Wolfgang hat recht. What is her name? Heike. Heike is right, but there's a little bit more. Aber da fehlt noch etwas. Only a little bit. Nur noch ein bisschen. Is happy. Huh? Adam, nochmal was? Ja, nochmal. Is happy. Again? Is happy. Is happy. Er ist glücklich. Happy. Peter was happy? Petrus war wahrscheinlich nicht glücklich damit. So was. Little bit only missing. Da fehlt noch ein bisschen. Also ich glaube, der hatte Angst einfach. Angst for what? Afraid of what? For Paulus. No, this is he told already. Okay. Hartmut say. Hat Hartmut bereits gesagt, ja? Yes. Heike say. Und Heike hat das auch gesagt. War der Druck? Druck? Druck, dass er einen Druck gespürt hat, der Form. Ja, der Zukunft. Yes. And Wolfgang is right too. Und Wolfgang hat auch recht. But there's a little bit more. Aber da fehlt noch ein bisschen mehr. Little bit use your brain. Little bit. Benutzt euer Gehirn ein bisschen. Then you come to no conclusion. Dann kommt ihr zu der Lösung. Little bit. Nur noch ein bisschen. Only 5% left. Nur noch 5% fehlen hier. 95% you already spoke. 95% habt ihr schon gesprochen. A different point of view. Die verschiedenen Standpunkte. If you want to give answer or he thought this message was only for Jewish people. Oh. Ich. Ja, Emir. Weil der Petrus wusste, dass Jesus noch lebt. Weil Jesus hat ihm gesagt, dass er geht in andere Land. Peter still knew that Jesus was living. Your thought didn't went, not this way. In diese Richtung ist sind eure Gedanken nicht gegangen, was der Emir hier sagt. Ja, yeah. Er hat gewusst, dass Jesus lebt. Petrus hat gewusst, dass Jesus noch lebt. He says, he's also right. Aber Moses hat auch recht. That he was believing kingdom of God is only belong to Israelites. Petrus glaubte nämlich, dass das Königreich Gottes nur den Israeliten gehört. Is a very conservative. Ja, er war sehr konservativ. But there is something more, only little missing actually. Aber da fehlt nur noch ein bisschen. Which? Was das alles abstempelt. He don't want. Ja, was er nicht wollte. If he tells. You want to give the answer? Wollt ihr die Antwort geben oder soll ich sie geben? Okay, du sollst sie geben. If he reveal, let's say he take a risiko. Angenommen, er hätte das Risiko eingenommen. And he told Paul everything. Und Paulus alles gesagt. But then he has to tell that Jesus did not die. Aber dann hätte er auch sagen müssen, dass Jesus nicht gestorben ist. And what you think, what kind of bomb he will be? Und was denkt ihr, was wäre das für eine Bombe gewesen? Paul will say, wo ist Jesus? Paulus hätte gesagt, wo ist Jesus? And then he had to tell. Und dann hätte er es sagen müssen. And what Paul was saying to strange nation? Und was hat Paulus zu den fremden Nationen gesagt? When he was witnessing? Als er sein Zeugnis ablegte. What he was saying? Was hat Paulus gesagt, als er sein Zeugnis ablegte? Was hat er gepredigt? European was believing Paul. Was haben die Europäer Paulus geglaubt? What kind of witnessing he was giving? Was für ein Zeugnis hat Paulus abgelegt? Jesus ist gestorben, um uns zu erlösen. Jesus came to die. Jesus kam, um zu sterben. Whoever believe in him. Wer auch immer an ihn glaubt. Will the sea forgive his sin. Dem werden die Sünden vergeben. And he will be in paradise. Und der wird im Paradies sein. Who gives this teaching? Wer hat diese Lehre gegeben? Archangel Gabriel. Erzengel Gabriel. And now. Und jetzt. Peter tell, he did not die. Sagt Petrus, ach, er ist nicht gestorben. You think they're gonna be one bomb on Paul? Glaubt ihr, das ist wie eine Bombe auf Paulus? Yes. Huh? Huh? I'm going to every nation that Jesus died. Ich gehe doch zu jeder Nation und sage, dass Jesus gestorben ist. And you telling me Jesus living? Und ihr sagt mir, Jesus lebt noch?
But there's a little bit more. Aber da hängt noch ein bisschen mehr dran. Let everything he revealed, little bit more. Angenommen, er hätte alles offenbart, ja, noch ein bisschen mehr. After revealing, nachdem er das offenbart hätte, everything to Paul, nachdem er Paulus alles offenbart hätte, he know he cannot live in Israelites, he will be killed. Dann hätte Petrus gewusst, er hätte nicht mehr unter den Israeliten leben können, er wäre umgebracht worden. And he had to go, und er hätte have to go with Paul, mit Paulus gehen müssen. In strange countries, in fremde Länder. And never come back. Und nie wieder wäre er zurückgekommen. Nee, das wollte er nicht. Das wollte Petrus nicht. And then, und dann, what Paul would say, Paul talked to me in paradise. No? Paulus hat zu mir im Paradies gesprochen. If Peter would have revealed that Jesus lived, hätte Petrus offenbart, dass Jesus noch lebt, I would say to Paul, dann hätte ich zu Paulus gesagt, komm, take me to Jesus in Kashmir, wherever he is. Da nehme ich zu Jesus mit nach Kashmir, wo immer er auch ist. Let's say he going to Kashmir with Peter. Angenommen, Paulus wäre mit Petrus nach Kashmir gegangen. And Paul would say, und Paulus würde sagen, I went all over Europe that you die for us. Ich bin über ganz Europa gereist und habe verkündet, dass du gestorben bist für uns. And you are living here. Aber du lebst noch hier. What shall I do now? Was soll ich jetzt tun? What do you think what Jesus would? Was glaubt ihr, hätte Jesus gesagt? And one time he sent Thomas. Und einmal hat er Thomas geschickt. And Thomas said, und Thomas sagte, Thomas came back 5 years later, he said, the murderer who murdered your mission, who murdered you, he just saying that you came to die. Ja, Thomas, no, bitte. The murder. Jesus asked Thomas. Jesus hat in Kashmir, Jesus asked one time, hat, few years later. Ja, ein paar Jahre später hat Jesus Thomas in Kashmir gefragt. Geh, go and find out what's going on. Geh und finde heraus, was jetzt bei den Israeliten vor sich geht. Thomas came back. Und Thomas kam dann zurück von seiner Reise. He said the murder of Christian. Und er sagte, der Mörder der Christen. He's saying, der sagt, you gave him mission. Du hast ihm die Mission gegeben. Whoever believe in Jesus that he died for us, wer auch immer an Jesus glaubt, dass er für uns gestorben ist, he go in paradise. Der geht ins Paradies. And what Jesus said to Thomas? Und was sagt Jesus zu Thomas? Hat Jesus da zu Thomas gesagt? He smiled. Er hat gelächelt. Tear came in his eyes. Und Tränen kamen aus seinen Augen. This complication situation was there. Diese komplizierte Situation war dann da. It mean? Und das bedeutet? In the end. Das kam alles am Ende dann. In the end. Am Ende. God cannot act for Messiah. Gott kann nicht für den Messias handeln. God can give Führung. Gott kann Führung geben. And God say, what I say to you, und Gott sagte, das, was ich zu dir sage, what you hear, was du gehört hast, what you observe, was du beobachtet hast, what you journey, was die Reise, die du angetreten bist, eins zu eins. Eins zu eins. If you share this, wenn du sie teilst, du diese teilst, then my world will come. Dann wird meine Welt kommen. Maybe take a little bit time. Vielleicht braucht das etwas Zeit. But if you try to use your methode, aber wenn du versuchst, deine Methode zu benutzen, Kingdom of God will not come. Dann wird das Königreich Gottes nicht kommen. So we learned today many things, heute haben wir also viele Dinge gelernt, what is not in the Bible. Was nicht in der Bibel steht. So please you can ask me. Jetzt könnt ihr bitte Fragen stellen. But this you should think what you would do if you would be in this situation. Aber ihr solltet auch darüber nachdenken, was würdet ihr tun, wärt ihr in dieser Situation gewesen? Put yourself in this situation. Versetzt euch mal selber in diese Position, in diese Situation. Not to criticize. Nicht zu kritisieren. He was not. No, think what you would do. Denkt mal darüber nach, was hättet ihr getan? If you would be in this situation. Wenn ihr in dieser Situation gewesen wärt. Many members say, Muhammad make many mistakes, Muhammad make many mistakes. Viele Mitglieder sagen, Muhammad hat viele Fehler getan, Muhammad hat viele Fehler getan. But what Muhammad reached, aber was Muhammad erreicht hat, you cannot reach billion years. Das könnt ihr in Milliarden Jahren nicht erreichen. What he reached, was er erreicht hat. In the end. Am Ende. So, you are not here to criticize this
people. Ihr seid also nicht hier, um diese Leute zu kritisieren. Now put yourself in this. Jetzt versetzt euch selber in diese Position. And say, und sagt, what I would have done. Was hätte ich getan? If I would be in this situation with Jesus. Wäre ich in dieser Situation mit Jesus? Bitte, fragt eure Fragen, stellt eure Fragen. Was mir nicht so ganz einleuchtet, was hat die Tatsache, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist, damit zu tun, dass Petrus die himmlische Wahrheit wusste? Also ich meine, er hätte ja einfach Paulus diese Wahrheit sagen können, jetzt mal abgesehen von den ganzen anderen Gründen, und das verschweigen können, dass Jesus noch lebt, oder? Oder nicht, aber ich gebe Antwort. Okay. Oder nicht, aber er gibt es die Antwort drauf. Okay. What did he say? He said, couldn't Peter just told him every divine secret, but just left out that Jesus is still alive? Why Peter could not tell before divine truth? Warum konnte Petrus nicht schon davor die himmlische Wahrheit offenbaren? Without Paul. Ohne Paulus. Warum konnte Jesus das nicht schon bereits machen? Warum konnte Petrus das nicht bereits vor Paulus machen? Nein. Paul came, why he could not take this mission? Because he knew the whole truth. Warum, Petrus, ne? Ja. Warum konnte Petrus nicht die ganze Mission auf sich nehmen? Weil er kannte doch die ganze Wahrheit. He had the key. Er hatte doch den Schlüssel. Jesus gave him the key. Jesus hat ihm den Schlüssel gegeben. Why he could not take this mission? Warum konnte er diese Mission dann nicht auf sich nehmen? Weil er nicht der Messias war, nicht die zentrale Person. Macht nicht, but he know the truth. Aber macht doch nicht, er kannte die ganze Wahrheit. Und weil er nicht die Courage hatte. Because he had no courage. He know he will get killed. Er wusste, Petrus wusste, dass er umgebracht werden wird. This was the reason. Das war der Grund. And Paul was saying. Und Paulus sagte auch. Tell me, I'm ready to die. Sag es mir, ich bin bereit zu sterben. But. Aber. He had his courage. Er hatte, Paulus hatte die Courage. But then problem is. Aber dann ist das Problem. Peter cannot live in Israel. They will kill him. Dass Petrus dann nicht mehr, hätte er Paulus das gesagt, hätte nicht mehr unter den Israeliten leben können. Er wäre umgebracht worden. And he had to go with Paul in never come back home again. Er hätte dann mit Paulus gehen müssen. Er wäre nie wieder nach Hause gekommen. He don't want. Das wollte er nicht. Ja. Okay. Another question. Noch eine andere Frage. Yeah. Hello Zahi, I just wanted to introduce Brother Damien, who is here together with me today. Yeah. And I just wanted to... He was hearing our lecture? Yes, he was listening together with me. And maybe he has some questions. Please. Bitte stell deine Frage, Damien. Greetings, Prophet. I'm so happy. Thank you. Nice to meet you. Schön, dich zu treffen. And next week we see each other. Nächste Woche sehen wir uns ja schon. Yes, I can't wait for that day to come. But I have some questions I would really like to... Please, I know you come from Christian background. Ich weiß, dass du von einem christlichen Hintergrund kommst. Also bitte frag deine Fragen. My first question goes thus. Can a father give a gift to a child and be powerless to take that gift from that child? Kann ein Vater sein Kind ein Geschenk geben und dann machtlos sein, dieses Geschenk wieder zurückzunehmen? If Father is a God, wenn der Vater Gott ist, and God coming out of dark eternity, und Gott aus der dunklen Ewigkeit rauskommt, to fulfillment of love, um die Liebe zu erfüllen, then he cannot force his child. Dann kann er sein Kind von Anfang an nicht zwingen. All he put like a computer, oder er macht das Kind wie ein Computer, and don't give choice. Und gibt ihnen erst gar nicht die Wahl. Then it's okay. Und dann ist das okay. Ja. I was giving example. Ich habe ein Beispiel gegeben. If you are a father, wenn du ein Vater bist and you, und du ganz hart in Deutschland arbeitest and then you buy one house for your son, und dann ein Haus für deinen Sohn kaufst and then your son gave somebody else, und dein Sohn gibt das dann jemand anderem. You have no authority to have this house back. Dann hast du keine Autorität, dieses Haus mehr zurückzubekommen. Your son, dein Sohn, you love, den du liebst, and he gave his wife or his partner or somebody else. Und er gab aber seiner Frau, seinem Partner oder jemand anderes dieses Haus.
How are you going to take back? Wie nimmst du das dann zurück? And God saying, und Gott sagt, if I use my violent force, wenn ich meine gewalttätige Kraft benutze, Macht, then a fulfillment of love which God created us, dann ist die Erfüllung der Liebe, aus der Gott uns erschaffen hat, is not there. Dann ist die nicht mehr da. What Jesus was saying, was hat Jesus schon gesagt? You should become perfect, du sollst so perfekt werden, as your Father in heaven. Wie dein Vater im Himmel. He did not say you must. Er hat nicht gesagt, du musst perfekt sein. You should. Sondern du sollst. And perfection means, und Perfektion bedeutet, is not to come to know all the religious books. Nicht, damit du all die religiösen Bücher kennenlernst. Perfection means, Perfektion bedeutet, you should be perfect in love, dass du perfekt sein sollst in Liebe, as your Father in heaven. Wie dein Vater im Himmel. It means, das bedeutet, God cannot must. Gott kann dich nicht durch ein Müssen zwingen. God saying should. Sondern Gott sagt immer, du sollst. So, the middle point is, der Mittelpunkt hier ist also, you choose the way to light, dass du entweder den Weg zum Licht auswählst or darkness. Oder den Weg zur Dunkelheit. God gave Adam guidance, Gott hat Adam Führung gegeben, that this tree and good and evil, dass dieser Baum des Guten und Bösen, you should not eat, dass er davon nicht essen soll. This is another question, yeah. Other debate. But ja, das ist wieder eine andere Debatte, ne? But God gave guidance. Aber Gott hat Führung gegeben. But he did not say, I, you must. Aber er hat nicht gesagt, du musst. Adam has to choose. Adam musste auswählen. He has a choice to choose the tree of life. Er hatte die Wahl, den Baum des Lebens or zu benutzen oder tree of evil and good. Oder den Baum des Guten und des Bösen. So God cannot force. Gott konnte ihn also nicht zwingen. Whole history, die ganze Geschichte sagt uns das. Otherwise, you cannot fulfill meant of love. Denn ansonsten kann man nicht die Erfüllung der Liebe haben, wenn man jemanden zwingt. That's why God came out of darkness. Und deshalb kam Gott aus der Dunkelheit heraus. Otherwise, ansonsten there would be no creation. Würde es keine Schöpfung geben. There will be no love. Es würde keine Liebe geben. Even if I call myself, wenn ich mich selber coming prophet or Messiah, ein Propheten oder Messias nenne, I say I'm Messiah. Ich sage ja, dass ich ein Messias bin. God did not force me. Aber Gott hat mich nicht gezwungen. God said to me, if you cannot go on, Gott sagt es mir, wenn du nicht weitergehen kannst, I cannot force you. Dann kann ich dich nicht zwingen. So God can have this power. Gott hat also diese Macht, to destroy this creation. Diese Schöpfung zu zerstören. But then question is, aber dann ist die Frage, love will have no fulfillment. Dass die Liebe keine Erfüllung dann findet. One man came and he said, I cannot understand all the Old Testament. Einmal kam ein Mann und sagte, ich kann nicht das ganze Alte Testament verstehen. Give me simple sentence. Gib mir das doch in einfachen Worten. Jesus said, und Jesus sagte, okay, leave the Bible. Okay, lass die Bibel mal da. Old Testament. Das Alte Testament. Love God with whole heart. Liebe, with whole energy, with everything. Liebe Gott aus ganzem Herzen, mit ganzer Energie, mit allem, was du hast. And love fellow man. Und liebe deine Mitmenschen genauso. Again, love, love, love. Und wieder, Liebe, Liebe, Liebe. And love has no violent force. Und Liebe hat keine gewalttätige Kraft. Yes. Ja? That's why. Und deshalb. God gave the key to mankind. Hat Gott den Schlüssel zur Menschheit gegeben. Mankind gave key to evil. Und die Menschheit hat den Schlüssel zum Bösen gegeben. Mankind have to take this key back. Und die Menschheit muss diesen Schlüssel zurücknehmen. Come back to God. Und wieder zurück zu Gott kommen. Kingdom of God is here. Der Königreich, das Königreich Gottes ist dann hier. That's why God said, und deshalb sagt Gott auch, one family world, die eine Weltfamilie, and reveal everything, und offenbart alles. My world will be there. Und meine Welt wird dann da sein, sagt Gott. And what Jesus was saying, und was sagte Jesus 2000 years. Vor 2000 Jahren? How you understand, wie versteht ihr, when you
earthly thing cannot understand. Wenn ihr schon nicht die irdischen Dinge versteht, how shall I reveal you about heavenly things? Wie kann ich euch dann die himmlischen Dinge offenbaren? That's what Jesus said. Und das ist, was Jesus gesagt hat. I'm very sorry, you are Christian. I don't want to. Es tut mir sehr leid, du bist ein Christ und ich möchte dich nicht. But if Jesus are not able to tell heavenly things, aber wenn Jesus nicht in der Lage gewesen ist, diese himmlischen Dinge zu offenbaren, then why he was a Messiah? Warum war er dann ein Messias? Messiah mean to reveal everything. Messias bedeutet doch, dass er alles offenbaren soll. But as a Christian, I ask you. Aber als ein Christ frage ich dich. Ich frage dich als Christen. In a red book. Im roten Buch. In the 99 pages, Jesus talking to me in paradise. Spricht auf 99 Seiten Jesus zu mir im Paradies. Read this thing. Lese das. And don't pray to Jesus. Und bete nicht zu Jesus. But you can say. Aber du kannst sagen. Jesus. Jesus. In the name of God, reveal to me. Im Namen von Gott offenbare mir. What this new Messiah speaking. Was dieser neue Messias spricht. Jesus will speak. Und Jesus wird dann zu dir sprechen. This is a mission also. Jesus is here. Jesus ist auch hier. Like Elijah, Israelite cannot see. So wie Elia, der Israeliten, wie sie gesagt haben, den können wir nicht sehen. They say, when come Elijah? Sie sagten, wann kommt denn Elia? Jesus said, Elijah will come. Jesus sagt, Elia wird kommen. Elijah is here. Elia ist hier. Jesus could see the Elijah's spirit working with John the Baptist. Jesus konnte sehen, dass der Geist von Elia mit Johannes dem Täufer arbeitet. But John the Baptist did not see. Aber Johannes der Täufer hat das nicht gesehen. He only could see. Er konnte nur sehen. When he helped Jesus. Wenn er Jesus geholfen hat. He should be a Peter. Johannes der Täufer hätte Jesus Petrus sein sollen. But aber we know Jesus, Elijah's spirit was working with John the Baptist. Wir wissen auch, dass Elias Geist mit Johannes dem Täufer gearbeitet hat. So there will be many things. You please ask and pray. Da werden also viele Dinge sein. Bitte frag und bete aber. Yes. Thank you, sir. No problem. Please, bitte. You're gonna have four eyes with me in seminar. Unter vier Augen kannst du auch im Seminar mit mir reden. Please, no problem. Das kann kein Problem. But read this. Aber bitte lese. This red book. Dieses rote Buch. It's giving many answers. Das gibt viele Antworten. Today, Christian experts say. Heute sagen christliche Experten. Christian experts. Christliche Experten. The New Testament is only recorded 48 hours. Das Neue Testament hat nur 24 Stunden von Jesus Leben aufgezeichnet. Question is. Und die andere Frage ist. Jesus lived 48 hours. Hat Jesus nur 48 Stunden gelebt? No. Nein. In this red book, you will come to know what Jesus is speaking. In diesem roten Buch wirst du herausfinden, was Jesus spricht. Okay. Okay. Next, please. Ja, Jesse. Taylor. Ja, ich habe Angst. Du brauchst keine Angst. Taylor, you are a strong man. Du bist doch ein starker Mann, Taylor. You're gonna make a boxing with Noah. Du wirst Boxen mit Noah machen. Warum hat Gott einen Affen erschaffen, der sich weiterentwickelt zu einem Menschen in der Steinzeit? Why did God create one monkey that developed further to a human being? Yeah. Evolution theory. Die Evolutionstheorie is right. Hat recht. But result is wrong. Aber das Ergebnis ist falsch, was wir daraus machen. Okay. Oder die Bedeutung, die wir daraus ziehen. Yes. Life first began with one cell. Das Leben begann zuerst mit einer Zelle. Now here God saying, we create this creation. Und hier sagt Gott immer, wir haben die Schöpfung erschaffen. It means? Und das bedeutet, God gave architecture plan, dass Gott den Architekturplan gegeben hat. And who was the worker? Und wer war der Arbeiter? Who was the worker? Wer waren die Arbeiter? Engel. Angels. Die Engel. Life began with one cell. Das Leben begann mit einer Zelle. But then water blocking this life. Aber dann hat Wasser das Leben blockiert. Then this
material come to the dry land. Und dann kam das Material auf das trockene Land. And then this material growing in nature. Und dann wuchs das Material in der Natur weiter. This is a evolution process. Und das ist der Evolutionsprozess. Then it's developing in different evolution theory. Und dann entwickelte es sich in verschiedenen Evolutionsstadien. Dinosaurier. Or many things. Und noch viele weitere. And monkey. Und dann Affen. Everything. Alles. Until that time. Und bis dahin. God did not send the spirit. Hat Gott die menschlichen Geistwesen noch nicht auf Erden geschickt. Because form was not. Weil die Form war noch nicht da. So process R. Der Prozess war. One time we were in water. Dass wir einmal im Wasser waren. One time we were in nature. Und dann waren wir in der Natur. One time we was experiment with animal. Einmal waren wir Experiment mit Tieren. Also monkeys. Dann auch Affen. All the evolution theory was a process. All die Evolutionstheorien waren Prozesse. But when body was ready. Aber als der Körper bereit war. Then God starts sending the spirit again. Dann hat Gott angefangen, den Geistwesen rein, die Geistwesen reinzuschicken. So we have many abilities. Wir haben also viele Ebenen. We can love animals. Wir können auch Tiere lieben. We can love monkeys. Wir können auch Affen lieben. We can love all other animals. Wir können auch alle anderen Tiere lieben. We can love nature. Wir können die Natur lieben. Mountain, valley. Die Berge und die Täler. Because all these elements is inside of us. Weil all diese Elemente sind auch in uns. So evolution theory. Das heißt Evolutionstheorie. Religion says not, this is not right. No. Die Religion sagen immer nein, das stimmt nicht. They are not right, religion. Da haben die Religionen Unrecht. Evolution theory process is right. Evolutionstheorie, der Prozess ist richtig. But conclusion is wrong. Aber den Schluss, den sie daraus ziehen, der ist falsch. That man came from monkey. Dass der Mensch vom Affen kam. If man came from monkey, wenn der Mensch vom Affen käme, then God say, I created mankind my image. Dann hätte Gott gesagt, ich habe den Menschen mein Abbild erschaffen. Then God is the biggest monkey. Dann, also wenn Gott das sagt, dann ist er doch selber der größte Affe. Yeah. Mach Uga. Yeah. So God is not a monkey. Gott ist also kein Affe. So process Taylor is right. Der Prozess Taylor ist richtig. Aber when body was ready, aber als der Körper bereit war, then God started sending spirit. Dann hat Gott angefangen, den Geist reinzuschicken. So with our body, das heißt mit unserem Körper, very high speed. Das heißt, können wir mit sehr hoher Geschwindigkeit, we can grow. Wachsen. But aber 70-80 Jahre später, you can grow spiritually, könnt ihr geistig wachsen, which you need spiritual world 100 million years. Wofür ihr in der geistigen Welt hunderte und aberhunderte von Jahren braucht. But human being don't know the purpose of body. Aber die Menschen kennen nicht den Zweck des Körpers. This body, dieser Körper, can have a high speed, kann mit hoher Geschwindigkeit, to help your mind to true thinking, wachsen, um eurem Verstand zu helfen, im wahren Denken zu wachsen. In God, mit in Gott. This body can help you to have a universal consciousness. Dieser Körper kann euch helfen, ein universales Bewusstsein zu haben. Your conscience. Euer Gewissen. Your heart. Euer Herz. Your spirit. Euer Geist. Actually, this what we are doing. Und das, was wir tun. We use our body. Wir benutzen unseren Körper. For the worldly things. Für die weltlichen Dinge. For worldly things. Weltliche Dinge. Worldly marathon. Beim weltlichen Marathon. That's wrong. Und das ist falsch. What Jesus was saying? Was hat Jesus gesagt? What belong to God, give it to God. Was zu Gott gehört, gib zu Gott. What belong to emperor, give it to emperor. Was zum Kaiser gehört, gib den Kaiser. But what we are doing? Aber was machen wir? We're giving everything to this worldly thing. Wir geben alles dieser weltlichen Dinge. And that's wrong. Und das ist falsch. So God created, now you understand? Hast all the animal image we have inside. All diese tierischen Abbilder haben wir in uns. But when we grow spiritually, aber wenn wir geistig wachsen, we are different than animals. Sind wir anders als Tiere. Ja? Taylor, hast du verstanden? Hast du verstanden, Taylor? Wenn nicht, when not, then next week I'm coming. Wenn nicht, ich komme ja nächste Woche, ja? Okay. Okay. Somebody more? Noch jemand? Ja, ich habe da eine Frage dazu.
Also als ich am Freitag in Marburg verteilen war, da war ein Mann, der hat mich gefragt, meine Katze, wenn die stirbt, wird die dann, also das war so einer, der, der wollte das Buch nicht lesen, aber hatte 1000 Fragen. Und der hat gefragt, wenn meine Katze in die geistige Welt, oder hat meine Katze auch einen Geist? Wenn die stirbt, werde ich die dann auch sehen? Und da wäre jetzt meine Frage, du hast ja gesagt, als Gott den Geist auf die Erde sandte, den menschlichen Geist, erst dann haben sich, also als der Körper fertig war. Okay. Und meine Frage ist jetzt, ob Tiere, die auch schon vorher da waren, Dinosaurier und so, ob die auch einen Geist hatten. Yes. Do animals, dinosaurs, everything but came before human beings and after human beings, do they have a spirit? Answer for this man is, die Antwort für diesen Mann ist, if his cat have a spirit, yeah? Ob seine Katze einen Geist hat. Why you do not say grow spiritually with God, then find out where your cat is? Dann sollst du, Sander, zu diesem Mann sagen, warum wächst du nicht geistig? Und findest, fragst Gott dann, ob seine Katze einen Geist grow first you, erst wächst du geistig. You will find out where your cat is. Und dann musst du herausfinden, wo deine Katze ist. Yes. We are not here to telling about your cat. Wir sind nicht hier, um über deine Katze zu reden. But, aber every dog, jeder Hund, like a Christiana has one dog. So wie Christiana einen Hund hatte. What was his name? Weigel. Wie war der Name Weigel? She loved him very much. Sie hat ihn sehr geliebt. In spiritual world, in der geistigen Welt, this dog is there. Ist dieser Hund dort. And when she die, wenn sie stirbt, this dog gonna recognize her. Wird der Hund sie erkennen. So nobody died really. Das heißt, niemand stirbt wirklich. But animals have more potential to grow in spiritual world. Aber Tiere haben dann noch mehr Potenzial in der geistigen Welt zu wachsen. To grow more. Um mehr zu wachsen. First we have to talk about human beings. Erstmal müssen wir über die Menschen sprechen. I'm not here to tell about his cat. Ich bin nicht hier, um über seine Katze zu reden. When he don't want to take 3 steps to God. Wenn er nicht mal 3 Schritte zu Gott gehen möchte. Yes. Ja? Okay. Dankeschön. Bitte. Bitte. How many people, if I ask, wie viele Leute, wenn ich frage, who meet God here? Haben hier Gott getroffen? I want to see. One. Ich möchte die Hand von den Leuten sehen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 people. 5 Leute, ja. 5 people. Meinst du in Bild oder in seiner blauen oder goldenen Farbe? In einer geistigen Reise. Geistige Reise. 5 people. 5 Leute. Sorachkan mit Sorachkan sind 6. 6. 6. 7 mit Atta. 7 mit Atta. Zählt in den Träumen auch dazu? Yes. Ja. 8, 9. Ich wurde zu Gott mal berufen, aber habe das dann abgebrochen. Aus Angst und aus Schreck. Okay. It means how much potential in our one family world is. Das heißt, wie viel Potenzial in unserer Einweltfamilie ist. That they could meet God. Das zeigt, wie viel Potenzial in der Einweltfamilie ist, dass sie schon Gott treffen konnten. And kingdom of God. Und im Königreich Gottes. Everybody gonna have a living relationship with God. Wird jeder Mensch eine lebendige Beziehung mit Gott haben. Last thing I say. Die letzte Sache, die ich noch sagen möchte. I was giving seminar. Ich habe ein Seminar gegeben. In the seminar. Und in diesem Seminar. I say Jesus came. Yes. Habe ich gesagt, Jesus ist gerade gekommen. And make one chair free. Und macht einen Stuhl für ihn frei. And all members say. Where? Alle Mitglieder haben gesagt, wo? Where is Jesus? Wo ist denn Jesus? They all cannot see. Sie alle konnten ihn nicht sehen. So wo? All cannot see. That means they are blind. Alle von ihnen konnten Jesus nicht sehen. Das heißt, sie sind also alle blind gewesen. But where Jesus sit down? Aber dort, wo sich Jesus hinsetzte, one saw. Hat einer ihn gesehen. And this was this man Simon. Und das war dieser Mann Simon. And Jesus put his hand to him. Und Jesus hat seinen Arm um ihn gelegt. Yes? Ja? Yes. It means. Das bedeutet. This is also Jesus' mission. Das ist auch Jesus seine Mission. He helping us. Er hilft uns. Especially me. Vor allen Dingen mir. To build the world of God. Die Welt Gottes zu errichten. But he will not come like this. Aber er wird nicht so kommen, vom Himmel herunterfahren. Because Israelites were looking. Elijah, this thing. Denn die Israeliten schauten auch in den Himmel für Elia. And he did not care. Und er kam nicht.
He started working with John the Baptist. Er fing an zu arbeiten mit Johannes dem Täufer. And Jesus saw. Und Jesus sah. And what Jesus said? Und was sagte Jesus? I will come also like a thief come in night. Ich werde auch wie ein Dieb in der Nacht kommen. Thief tell you that when he's coming? Sagt euch der Dieb, wann er kommt? Yes. Ja. I'm coming 2 o'clock. Call the police. Sagt euch der Dieb, ah, ich komme um 2 Uhr nachts. Ruft da die Polizei dann an. So if Christianity looked this way, wenn das Christentum also in diese Richtung steht, and Jesus coming other direction, aber Jesus aus der anderen Richtung kommt, like a thief in night, so wie ein Dieb aus der Nacht, then Jesus saying, dann sagt Jesus, if I will find faith in me, wenn ich Glauben in mir finden werde, because this way everybody believes. Denn wenn Jesus vom Himmel herunterkommt, da glaubt ja jeder. If he come this way, aber wenn er so normal kommt, Christian will not believe. Dann werden die Christen nicht glauben. This question was a trouble. Und diese Frage hat den Ärger gemacht. They asked Jesus. Sie haben Jesus gefragt. If you are the Messiah, where is the Elijah? Wenn du der Messias bist, wo ist denn Elia? Because Elijah time is very connected. Denn das ist sehr, war sehr stark verbunden mit der Zeit von Elia. And Jesus said, Elijah will come. Und Jesus sagt, Elia wird kommen. Elijah is here. Elia ist hier. And he pointed to John the Baptist. Und er hat auf Johannes den Täufer gezeigt. Israelites went over there. Die Israeliten sind dann dorthin gegangen. They say, are you prophet? Sie sagten, bist du ein Prophet? John the Baptist said no. Und Johannes der Täufer sagte nein. Are you a liar? Sie sagten, bist du Elia? He said no. Er sagte nein. What you are? Dann sagten sie zu ihm, was bist du? Why you baptizing? Warum taufst du? Now he speaks symbolic. Und jetzt hat Johannes der Täufer in Symbolen gesprochen. I am the voice in the desert. Ich bin die Stimme im Ich bin die Stimme in der Wüste. Why you don't say clear answer? Warum hat Johannes der Täufer keine klare Antwort this gegeben? This all answer 2000 years later. All diese Antwort kommt 2000 Jahre später. By God. Durch Gott. So I'm revealing to you. Und so offenbare ich das euch. Okay. Ja? So if you have a question, fine. Wenn ihr noch Fragen habt, gut, dann ansonsten I like to pray. Möchte ich jetzt beten. So 1, 2, 3, Chance. 1, 2, 3, Chance vorbei. 26.02.2023, das Gebet. Zeit. Most beloved and beloved Heavenly Father. Meistgeliebter und geliebter himmlischer Vater. We all know. Wir alle wissen. If Adam would fulfill your will. Hätte Adam deinen Willen erfüllt. Then Adam's family began the world of God. Dann hätte Adams Familie mit der Welt Gottes begonnen. Then this family would be a foundation for society, nation and the world. Dann wäre die Familie die Grundlage für die Gesellschaft, Nation und Welt gewesen. Even Christianity, selbst das Christentum and Islam und der Islam glauben, that Adam was the first Messiah. Dass Adam der erste Messias war. If Adam would lay the foundation for the kingdom of God, hätte Adam die Grundlage für das Königreich Gottes gelegt, then all these prophets don't need to come. Dann hätten all diese Propheten nicht mehr kommen müssen. We all born in kingdom of God. Wir wären alle im Königreich Gottes geboren worden. Again came the Messiah 2000 years. Und wieder kam der Messias vor 2000 Jahren. 2000 Jahre später. 4000 years. Und dann noch 4000 Jahre später. And Jesus said, und Jesus sagte, help me. Helft mir. They ask him. Sie fragten ihn. How shall we help you? Wie sollen wir dir helfen? Help me. Helft mir, sagt er. To give the good news. Die gute Nachricht zu verbreiten. And Paul said, und Paulus sagte, if they would have helped him, hätten sie ihm geholfen, they would not crucify him. Dann hätten sie ihn auch nicht gekreuzigt. Corinthians, second letter. Das steht im Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief. Again the word of God. Und wieder wäre die Welt Gottes. War aber nicht da. Christianity came. Das Christentum kam. Then came Islam. Dann kam der Islam. And now 6000 years later. Und jetzt, 6000 Jahre später, again you sent the Messiah. Schickst du wieder den Messias. And Jesus was saying, und Jesus sagte, he will not speak in symbol language. Er wird nicht in einer symbolischen Sprache sprechen. He will speak simple language. Er wird in einer sehr einfachen Sprache sprechen. And God asked me, und Gott fragte mich, speak with simple language.
sprechen einer einfachen Sprache. In the end. Am Ende. Kingdom of God means. Bedeutet das Königreich Gottes. That God world is here. Dass Gottes Welt hier ist. In the world of God. Und in der Welt Gottes. There is no sickness. Gibt es keine Krankheit. There is no bad luck. Gibt es kein Unglück. Nobody would. God even say 100 year every child will live. Gott sagte selbst, dass jedes Kind 100 Jahre leben wird. Healthy. Und zwar gesund. This 100 year will be. Und diese 100 Jahre werden. That he can grow spiritually. So sein, dass er geistig wachsen kann. And God say in my world. Und Gott sagte in meiner Welt. That has no more power. Hat der Tod keine Macht mehr. It means. Und das bedeutet, his son and daughter will decide when they want to go to spiritual world. Seine Söhne und Töchter werden entscheiden, wann sie in die geistige Welt gehen werden. Kingdom of God. Das Königreich Gottes. God is visible. Dort ist Gott sichtbar. God is. I will not hide my face. Gott sagt, dass er dort sein Gesicht nicht mehr verstecken wird. If it was Adam. Wenn das Adam gewesen wäre. If this was Adam, ob das Adam jetzt war. It was Jesus. Oder Jesus. Or if I fulfill this will, oder, oh God. Oder wenn ich diesen Willen Gottes erfüllt hätte. Goal is the world of God on earth. Ist das Ziel die Welt Gottes auf Erden. Where we all build our living relationship in love with God. Wo wir alle unsere lebendige Beziehung in Liebe mit Gott errichten. So God saying. Und so hat Gott gesagt. Earth will be belong to my loved one. Die Erde wird zu meinen Geliebten gehören. Our ignorance is. Unsere Ignoranz sagt. That we are spiritually blind. Dass wir geistig blind sind. I'm helping that the spiritual blindness go away. Ich helfe, dass diese geistige Blindheit weggeht. The moment spiritual blindness is not there. Der Moment, in dem keine geistige Blindheit mehr da ist. You can meet angel. Könntet die Engel treffen. You can meet prophet. Könnte die Propheten treffen. You can meet Jesus. Könnte Jesus treffen. You can meet God. Ihr könnt Gott treffen. So Messiah comes first thing to let meet mankind to God. Der Messias kommt also als erstes, um die Menschheit und jeden einzelnen Menschen Gott treffen zu lassen. Then everything is open. Und dann ist alles offen. Then we don't need to die to see paradise. Dann brauchen wir nicht erst sterben, das Paradies sehen. We can see here. Wir können das bereits hier sehen. In through this mission. Und durch diese Mission. 51 prophet. Sind 51 Propheten. Have living relationship. Jetzt eine lebendige Beziehung mit Gott. This is the timing of God. Das ist die Zeit von Gott. Oh Father. Oh Vater. Send more people. Schicke mehr Menschen. Who go everywhere in Germany and all Europe. Die überall in Europa und ganz Deutschland umhergehen. And give this good news. Und diese gute Nachricht verbreiten. That world of God. Dass die Welt Gottes here. Hier ist. And this is our responsibility. Und das ist unsere Verantwortung. We respond with our whole heart. Wir antworten mit aus unserem ganzen Herzen. To the kingdom of God. Zum König, für das Königreich Gottes. And that's why God, und deshalb Gott, you reveal so many divine secrets. Du hast so viele göttliche Geheimnisse offenbart. People have to read. Die Leute müssen das lesen. And this moment I'm praying, und in diesem Moment bete ich. God send more and more people. Schicke mehr und mehr Menschen. God, you choose Germany, Gott, du hast Deutschland auserwählt. Special country. Als besonderes Land. But after 45 years later, I see. Aber 45 Jahre später sehe ich jetzt. India follow more this truth. Dass die Inder mehr dieser Wahrheit folgen. And Pakistan. Und die Pakistaner. Or other land. Oder andere Länder auch. Please God, open this German people heart. Bitte Gott, öffne das Herz dieser deutschen Leute. So if this nation. Und wenn diese Nation. Belong to you. Zu dir gehört. They're gonna bring light to whole Europe. Werden sie das Licht zu ganz Europa bringen. And to the whole world. Und zur ganzen Welt. 2000 years ago. Vor 2000 Jahren. There was a prayer that your will shall done on earth as in heaven. Gab es das Gebet, dass dein Wille auf Erden getan sein werden soll, wie im Himmel. This is the time. Das ist jetzt die Zeit. Christians should come to know
what God's speaking today. Die Christen sollten herausfinden, über was Gott heute spricht. And when we come to know God deepest way. Und wenn wir Gott auf tiefste Weise kennenlernen, then kingdom of God is on earth. Dann ist das Königreich Gottes auf Erden. This I pray. Das bete ich. Name of most beloved God. Im Namen des meistgeliebten Gottes. And name of God. Und im Namen von Gottes Herz. Amen. Amen. Okay. Danke. I would say. Ich würde sagen. Then next week. Yeah. Dann sehen wir uns nächste Woche, ja? And Inder. Thank you. Indian somebody here? Und ist von den Indern jemand da? Yes. Okay, then 10 minutes I give lecture. Dann in 10 Minuten gebe ich Vortrag, ja, wieder. Yes. Okay. Ich habe noch etwas, und zwar organisieren wir Zeit den Freitag, den 3.3. abends. Yes. Wer aus unserer Gruppe da teilnehmen will, bitte meldet euch an, weil die Personenzahl ist auf 60 begrenzt. Okay. Danke. The ones who want to join on Friday our meeting with Hartmut. In church or whatever. Yeah, in personal, they have to talk to Hartmut because we can only take 60 people at maximum. Friday will be about one day I give one place seminar. Freitag wird sein, dass ich an einem Ort Seminar gebe. And they have a limitation 60 people. Und die haben Begrenzung auf 60 Leute. So whoever wanna participate, you must contact with Hartmut. Wer immer mitmachen möchte, muss Hartmut kontaktieren. Oder Elisabeth. Oder Elisabeth. Okay. Das war's. Das war's. Okay. If come more people, when they come mehr Leute. Wenn mehr Leute kommen. Ja, dann können wir noch zwei Stuhlreihen organisieren, aber dazu müssten wir dann wahrscheinlich die Stühle aus Gafeln haben, würde ich mal sagen. Dann ginge es auch auf vielleicht noch 10 Personen mehr, aber dann ist der Raum erschöpft. Dann nimmt einer den anderen auf den Schoß. Alles gut und schön, aber the fear is when even people are standing, but at least we should allow them. Ja, also egal wie viele Leute kommen, sie sollen alle die Möglichkeit bekommen, selbst wenn sie stehen müssen. Ich würde dann vorschlagen, wenn das Seminar überzeichnet sein sollte, dass wir dann ein Folgeseminar in 4 Wochen wieder anbieten. Ja, okay, alles klar. Die anderen Leute, alle Leute sollen die Möglichkeit haben, kommen zu können, ja? Okay. Alles klar. Okay, God bless you. Gott segne euch. Tschüss. Okay. Danke. Yes. Habt alle einen guten Tag. Julian, ich rufe dich gleich mal an, ich habe eine Frage. Okay. Alles Liebe euch zusammen. Danke, gleichfalls. Have a nice Sunday afternoon, everybody. Okay.